Herzlich willkommen in unserem Seminar Strukturwandel und Berufsorientierungsprojekte an Hochschulen. Und zwar haben wir eingeladen Partnerorganisationen der Initiative Klischeefrei aus dem Hochschulspektrum und alle Interessierten, die auch noch was zum Thema zu sagen oder zu fragen haben. Wir haben die Reihenfolge noch kurz umgestellt und würden dann jetzt beginnen mit Frau Zeilinger, die eventuell schon früher gehen muss und darum den Start bekommt heute. Vom Büro für Gleichstellung und Familie der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Und wir erfahren jetzt mehr über gendersensibel Lehren und Lernen mit dem Projekt Gender macht Schule, das inzwischen auch noch seinen Namen gewechselt hat. Ja, genau. Warum? Weil es mit dem Namenswechsel, also eigentlich ist es so, dass im Jahr 2000, in den Jahren von 2017 bis 2019 haben wir im Rahmen des Professorinnenprogramms so ein Projekt gemacht, das hieß Gender macht Schule. Und im Rahmen dieses Projekts eben wurden auch Materialien zusammengesammelt zum Thema gendersensibles Lehren und Lernen. Und daraus ist dieser Kurs entstanden, der dann Let's Talk About Gender heißt. Aber irgendwie intern sagen wir immer noch Gender macht Schule, obwohl Gender macht Schule das Projekt war von 2017 bis 2019. Und jetzt dann im April 2019 haben wir dann eben diesen Online-E-Learning-Kurs in Moodle, in unserem internen Moodle hochgestellt und der heißt Let's Talk About Gender. Ich selber bin stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte und Gleichstellungsreferentin an der PH Schwäbisch Gmünd. Genau, dann gehen Sie mal eine Folie weiter. Da sehen Sie so das, was man so am, es ist so ein E-Learning Moodle-Kurs und das, was Sie da sehen, das ist jetzt so das Anfangsbild, wenn man in diesen Kurs reinkommt. Also Studierende können sich da selber einschreiben und Sie sehen, dass es diese Figur, die ist Gender sehr ambivalent und dieser Kurs soll eben dazu einladen, eben über das Thema Gender nachzudenken. Und er richtet sich in erster Linie an Lehramtsstudierende, weil wir eben eine pädagogische Hochschule sind. Und das werden Sie dann später jetzt auch gleich an den Inhalten sehen. Genau, dann eins weiter. Die Struktur des Moodle-Kurses. Wir haben also ein Glossar, in dem wichtige Begriffe erklärt sind. Und dann gibt es vor allem drei Lernbereiche, die ich auch dann vorstellen werde. Zum Thema Wissenserwerb, Reflexion und Analyse und dann Unterricht und Gender. Es gibt noch einen Exkurs zum Thema genderinklusive Sprache im Schulkontext und dann gibt es noch drei Materialsammlungen mit weiterführenden Materialien zu den Themen Gender in den Medien, in der Schule und dann generell gendersensibles Unterrichtsmaterial. Dann die nächste Folie. Da sehen Sie den diese Anfangsfolie vom Lernbereich 1, Wissenserwerb. Da sehen Sie, dass wir da mit so Lernvideos arbeiten. Es gibt auch verlinkte Videos, also so externe Videos. Aber die Lernvideos, die haben wir wirklich, also meine Kolleginnen, wirklich selber erstellt und auch selber bebildert. Und da geht es eben darum, dass Teilnehmende, die diesen Kurs machen, erst einmal über das Thema so Sex und Gender etwas lernen. Was bedeutet Gender? Was bedeutet Geschlecht? Inwiefern ist Geschlecht sozial konstruiert? Die Studierenden befassen sich auch so mit ihren eigenen Stereotypen, Vorstellungen von Geschlecht. Und werden dann auch schon eingeführt in Geschlechterverhältnisse in der Schule. Dann die nächste Folie. Im Lernbereich 2 geht es viel eben um die Reflexion, dass man sich mit seinen eigenen Vorstellungen über Geschlecht auseinandersetzt.
Zum Beispiel haben wir da eine Lerneinheit, wo man so verschiedene Bilder sieht von Kindern. Also ich habe jetzt hier drei ein bisschen zufällig rausgenommen. Es ist eigentlich immer das gleiche Baby, mal mit, mal ohne Kleidung, mal mit hellerer, mal mit dunklerer Hautfarbe, mit unterschiedlichen Frisuren, unterschiedlicher Haarlänge. Aber es ist eigentlich immer das gleiche Baby. Also es ist vielleicht nur so die Augen so ein bisschen verändert. Genau, und die Studierenden schauen sich diese verschiedenen Babys an und sollen sich dann überlegen, ja, denken Sie, ist das ein Mädchen, ein Junge, was verbinden Sie damit, was empfinden Sie, wenn Sie dieses Kind sehen? Es gibt dann auch einen Bereich, da können Studierende sich sozusagen können reflektieren, wie sexistisch sie sind, das ist das sogenannte Sexismusbarometer. Und vielleicht kennen ja einige von Ihnen diesen Film, das ist ein französischer Film, Majorité opprimée, also die unterdrückte Mehrheit. Da ist es so ein Kurzfilm, in dem die Welt umgedreht ist. Also die Männer haben hauptsächlich die Care-Aufgaben für das Kind. Da sehen Sie, der Mann, der bringt das Kind gerade in die Kita und der Erzieher, der trägt einen Hijab, der bedeckt die Haare und dieser Mann, der wird dann auch auf dem Weg zur Kita und überhaupt auf seinem Weg belästigt von Frauen. Sie sehen, die Frau läuft da oben ohne rum. Also die Rollen sind umgekehrt und die Männer haben eben dann diese Care-Aufgaben, die Frauen belästigen die Männer und das ist so ein bisschen so zum Nachdenken anregen. Genau, dann die nächste Folie. Lernbereich 3, also nachdem sich die Studierenden mit ihren eigenen Stereotypen auseinandergesetzt haben und auch eben über die soziale Konstruktion von Geschlecht gelernt haben, befassen sie sich dann im Lernbereich 3 konkret damit, wie man sozusagen gendersensibel unterrichten kann, worauf man achten sollte. Also zum Beispiel hier sehen Sie so einen Ausschnitt, so Tipps, dass man also nicht einfach nur sagt, liebe Schüler, sondern liebe Schülerinnen und Schüler oder liebe Kinder. Also, dass man gendersensibel spricht, dass man eben nicht Stereotype, Klischees verschärft, indem man irgendwie sozusagen nur Mädchen mit Puppen und Jungs mit Bällen zeigt. Es werden dann auch Schulbücher analysiert. Also, da sehen Sie einen Ausschnitt aus einem Schulbuch und Fragen dazu gestellt. Genau. Dann gehen Sie bitte eine Folie weiter. Genau, da geht es dann, gibt es so einen Exkurs zum Thema genderinklusive Sprache im Schulkontext. Sie sehen, also der Kurs ist von 2019. Hier sehen Sie noch diesen Gender-Unterstrich, der wird ja eigentlich kaum noch verwendet. Jetzt ist ja eher so, dass man irgendwie das Sternchen oder den Doppelpunkt verwendet. Genau, aber hier in diesem Bereich sind eben so Vorschläge, wie man eben genderinklusiv, gendersensibel formulieren kann. Und da ist dann zum Beispiel auch diese Ampel, dass man sieht, okay, was ist eben nicht so gendersensibel und was ist eher genderinklusiv. Genau, also wir sind auch gerade dabei, unsere Broschüre zur gendersensiblen Sprache für die Hochschule zu überarbeiten und ein bisschen zu aktualisieren. Und da werden dann auch wieder Aktualisierungen dann auch wieder in diesen Bereich hier einfließen. Dann die nächste Folie bitte. Genau, und dann gibt es noch Materialsammlungen, also zum Thema zum Beispiel Gender in Media. Das können Erklärvideos sein, aber auch lustige Videos, aber auch Vorträge oder Dokumentationen, die eben das Gelernte vertiefen oder die man vielleicht auch selber im Unterricht einsetzen könnte, wenn man irgendwie das Thema Gender mit seinen Schülerinnen und Schülern vermittelt. Dann Materialsammlung Gender und Schule, da sind auch noch verschiedene Broschüren und Leitfäden drin. Und dann gibt es auch noch eine Materialsammlung zu gendersensiblem Unterricht, also Beispielunterrichtsentwürfe. So, und ich komme auch bald zum Ende. Nächste Folie, Teilnahmezertifikat. Es ist ja ein Selbstlernkurs. Das heißt, ja, Studierende können das selber bearbeiten. Und wenn sie das alles selber erarbeitet haben, können sie ein Kurzportfolio bei uns im Gleichstellungsbüro einreichen. Und da sollen sie dann eine der unten stehenden, also drei der unten stehenden vier Fragen
beantworten und bearbeiten, also in welchem Zusammenhang stehen Gesellschaft und Geschlechterrollen? Illustrieren Sie an zwei Alltagsbeispielen den Ansatz des Doing Gender. Welche Rolle spielt das soziale Geschlecht in der Schule? Und wo kann Genderkompetenz der Lehrkräfte im Schulalltag zum Tragen kommen? Genau, und wenn Sie drei dieser vier Fragen erörtert haben im Rahmen eines Kurzportfolios, dann erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat. Es ist aber so, dass auch einige Lehrkräfte Teile dieses Kurses auch in ihren regulären Unterricht einbinden. Also man kann das selber eben im Selbstlernmodus machen, aber einige Lehrkräfte verwenden auch Teile des Kurses in ihrem Unterricht. Also ich zum Beispiel auch, ich habe so einen Kurs, der heißt Diversität in Literatur, Film und Kunst, und zum Thema Gender lasse ich die Studierenden auch einige Aufgaben, nicht alle, einige Aufgaben aus diesem Kurs bearbeiten. So, und dann nächste Folie und eigentlich letzte inhaltliche Folie. Genau, also der Kurs ist von 2019. Wir haben schon angefangen, ihn anzuschauen, ob die Links noch passen. Und ich denke, es gibt im Material, bei der Materialsammlung, da müssen einfach neuere Materialien hinzukommen. Also wir sind dabei, das zu überarbeiten und zu aktualisieren. Und im Moment richtet sich der Kurs ja hauptsächlich an Lehramtsstudierende. Wir wollen den erweitern in den Bereich Erwachsenenbildung, weil wir eben nicht nur Lehramt unterrichten, sondern wir haben auch andere Studiengänge, die sich eher an Erwachsenenbildung richten. Wir wollen diesen Kurs auch innerhalb der PH ein bisschen bekannter machen, also mehr Lehrende dazu animieren, Teile davon in ihre Kurse zu integrieren. Und wir überlegen auch einige Teile, zum Beispiel einige Lernvideos, vielleicht auch auf der Webseite des Gleichstellungsbüros zu veröffentlichen, weil im Grunde sind diese ganzen Materialien nur intern in unserem PH Gmünd Moodle zugänglich, aber einige, also Videos, die wir ja selber erarbeitet haben und selber das Copyright haben, die können wir vielleicht auch auf die Webseite des Gleichstellungsbüros stellen. Genau, das war es schon. Auf der nächsten Folie sehen Sie dann nur noch paar Quellenangaben, vor allem vielleicht für diejenigen, die den Film sich gern anschauen möchten. Also Herr Meinert kann Ihnen gerne die Folien zukommen lassen. Und auf der allerletzten Folie ist die E-Mail-Adresse des Kurses letstalkaboutgender@ph-gmünd.de. Und ja, falls Sie Fragen haben, können Sie jetzt gerne fragen. Also ich habe den Kurs nicht mit erstellt. Deswegen kenne ich mich jetzt nicht in jedem Detail im Kurs aus. Aber ich bin jetzt die Person, die dann das Teilnahmezertifikat ausstellen würde. Aber ich mache das jetzt erst seit ein paar Monaten und bisher, also im Sommersemester gab es noch einige, die dann dieses Zertifikat erworben haben. Aber ich habe diesen Bereich jetzt seit November und wir müssen das nochmal bewerben. Also da haben sich jetzt seit November keine Studierenden gemeldet. Genau. Aber einige haben schon dieses Zertifikat gemacht, aber jetzt seit November nicht. Deswegen musste ich jetzt noch keine Portfolios lesen. Genau, vielen Dank. Ja, vielen Dank für den Einblick. Wie kommt der Kurs an bei den Studierenden? Ich könnte mir vorstellen, in der Pädagogik ist Gender ein willkommeneres Thema als in manchen anderen Studienbereichen. Ja, also der Kurs kommt gut an. Also wir kriegen positives Feedback von den Studierenden und ja, wir haben halt relativ viele Lehrende, die sich mit diesem Gender-Thema befassen. Und also ich betreue jetzt sehr häufig auch Abschlussarbeiten, die sich mit so Gender-Themen befassen. Also wir haben auch einen Preis für herausragende Arbeiten. Das ist ja immer Schmückerpreis für herausragende Arbeiten im Bereich Gender. Und ich habe jetzt immer mehr so Bachelorarbeiten, die ich betreue, die sich auch mit Gender-Themen befassen. Ja, also das heißt, es an unserer Hochschule ist vielleicht natürlich nicht in allen Fächern, aber in so bestimmten Fächern so eine sehr große Offenheit gegenüber dem Thema da. Ja, und das merkt man auch bei den Studierenden. Ja, und es ist schon genau, also die meisten Studierende, die bei mir schreiben, die gendern auch in den Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten. Aber es ist keine Pflicht bei uns. Also es wirkt sich nicht, das Gendern wirkt sich nicht auf die Note aus oder so.
Damit würden wir jetzt zu Frau Dr. Bianchin kommen, Referentin für Diversity Management an der TU Dresden. Und dann erfahren wir etwas über die zentrale Koordinationsstelle gendersensible Studierendengewinnung. Vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Dezernat Universitätskultur an der TU Dresden und betreue die zentrale Koordinierungsstelle gendersensible Studierendengewinnung, die hervorgegangen ist aus der Koordinationsstelle MINT-Projekte. Sie können gerne in die nächste Folie wechseln. Genau, wollte ich Ihnen einen ganz kleinen Überblick geben, weil im Gegensatz zu der vorherigen Rednerin ist es bei uns mit den Studiengängen ein bisschen anders verteilt. Bei uns haben die meisten naturwissenschaftlichen, technischen Hintergrund. Deswegen gibt es auch bei uns sehr, sehr viele Projekte, die sich an Schülerinnen richten. Und sehr stark ist ausgebaut, Projekten Schülerinnen für MINT-Studiengänge zu gewinnen. Darum ist das auch ein Fokus dieser Koordinationsstelle, die sich aber jetzt, seitdem es sich umbenannt hat, praktisch mehr auch den Männern, bei uns sind es die Geistes- und Sozialwissenschaften, widmet. Da können Sie auch gerne noch eine Folie weitergehen. Genau, da habe ich Ihnen mal mitgebracht, was es bei uns alles für ein Sammelsurium an zahlreichen Projekten gibt, ein bisschen orientiert an den verschiedenen Lebensphasen, angefangen Kita, Grundschule, weiterführende Schule, dann Studieneinstieg und Berufseinstieg und nochmal dann untergliedert in monoedukativ oder für alle Zielgruppen. Und diese ganz vielen verschiedenen Projekte, da gibt es dann Projekttreffen, Arbeitsgruppentreffen, um diese gendersensibel auszugestalten. Da gibt es dann so Fragen wie, warum kommen zu meinem Schülerrechenzentrum nur Jungs? Oder warum habe ich einen Anteil von Jungs in meinen Kursen? Ich will doch gerne Frauen für MINT begeistern. Das fängt schon bei dem Titel des Schülerrechenzentrums zum Beispiel an, über die Bildsprache, über das Personal und da versuchen wir halt drauf einzuwirken. Da können wir auch in die nächste Folie gehen. Die Herausforderungen. Ja, genau. Und da sind nämlich die Herausforderungen. Und zwar ist da ein Kulturwandel notwendig, in den Köpfen vor allen Dingen, weil die Stereotype doch stark verankert sind, muss man sagen. Auch das Bewusstsein, welche Stereotype jeder im Kopf hat, was auch nicht schlimm ist, aber diesen Reflexionsprozess einfach anzustoßen. Und dann gibt es natürlich den Mangel an weiblichen und auch männlichen Vorbildern. Bei den weiblichen ist es vor allen Dingen der MINT-Bereich, bei den männlichen ist es bei uns der geistes- und sozialwissenschaftliche Bereich, zum Beispiel ganz stark betroffen das Grundschullehramt oder die Sozialpädagogik, wo uns eher die männlichen Vorbilder fehlen. Dann gibt es die mangelnde Praxiserfahrung, was natürlich eher für den MINT-Bereich zutrifft, dass die Schülerinnen nicht wissen, was macht eine Ingenieurin zum Beispiel überhaupt. Dann haben wir mit zunehmendem Maße einerseits die gefühlte Ungleichbehandlung, die Frauen fühlen, aber auf der anderen Seite auch eine Ungleichbehandlung auf der Männerseite, die immer neidisch sind, was wir für tolle Angebote zum Beispiel zum Girls Day für die Mädchen anbieten. Und das sind ganz interessante Entwicklungen, die fühlen sich da teilweise ausgeschlossen. Und warum sollen sie jetzt was im sozialwissenschaftlichen Bereich machen am Boys Day und die Mädels dürfen das coole Sachen machen? Also damit muss ich sagen, haben wir relativ viel schon zu tun. Und dann gibt es halt besonders auch im MINT-Bereich die fehlenden Kenntnisse über die Anwendungsgebiete im echten Leben. Wozu brauche ich das? Und da versuche ich auch immer mit Ingenieurwissenschaften die Zukunft gestalten. Ich kann die Welt auch verändern, indem ich Ingenieurwissenschaften zum Beispiel studiere und ich muss nicht Psychologie oder Medizin unbedingt dafür studieren. Genau, dann gerne nochmal weitergehen.
Dann, was ich vorhin schon erwähnte, die Gendersensibilität von Projekten versuchen wir zu unterstützen, indem wir den Nutzen verdeutlichen. Was bringt es auch, eine diversere Studierendenschaft zu haben, mehr Männer zum Beispiel im Grundschullehramt, warum sollte ich mich dafür einsetzen? Den Personen aufzuzeigen, Talente aufzuzeigen, die vielleicht den Rollenstereotypen entgegenstehen. Du kannst das, das ist in Ordnung, dieses Berufsfeld zu ergreifen. Ganz wichtig, Vorbilder einbinden, möglichst auf Augenhöhe. Das heißt, wir machen sehr viel auch mit Studierenden in den jeweiligen Fächern. Da komme ich dann auch nochmal auf einige Projekte zu sprechen. Dann ein ganz wichtiger Punkt, das Genderkompetenz des Personals erhöhen. Das ist besonders im MINT-Bereich durchaus schwierig teilweise. Die sind da sehr intrinsisch motiviert für ihr Fach, aber mit der Gender-Kompetenz ist es da manchmal etwas schwieriger. Dann, was ich vorhin schon sagte, die Gender-Sensibilität in der Ansprache in Wort und Bild. Mir begegnet es immer wieder, es wird Werbung gemacht für Ferienangebote und die wundern sich, warum die Frauen nicht kommen und haben auch nur Jungs auf den Plakaten. Also das ist wirklich sehr, sehr auffällig. Und wenn man dann darauf hinweist, ich habe schon mehrere Vorträge gesehen, wir brauchen mehr Ingenieurinnen und auf jedem Bild war da irgendwie Männer zu sehen. Das fällt den Personen gar nicht auf, weil sie in diesem Klima sozialisiert sind. Dann auch eine gute Vermarktung der Maßnahme Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe oft das Gefühl, wir erreichen die Zielgruppe nicht mit unseren Angeboten. Viele kennen diese Angebote nicht. Also da sind wir dabei, unsere Öffentlichkeitsarbeit noch zu verbessern. Dann, was ich vorhin mit dem Schaubild gezeigt hatte, dass wir gerne auch monoedukative Angebote entlang der gesamten Bildungskette, das fängt praktisch bei der Kita, da haben wir jetzt nicht so viel, aber in der Grundschule an und sollte bis zum Studien- oder dann erfolgreichen Berufseinstieg alle Lebensphasen abdecken. Ganz stark, was ich präferiere, sind interdisziplinäre Projekte, weil oftmals die Zielgruppe Frauen in MINT schon sagen, ach MINT, damit möchte ich nichts machen, aber über die interdisziplinäre Ansprache, was hat Geschichte mit Farbenlehre zu tun, so verschiedene Ansätze, das etwas interdisziplinär zu adressieren. Dann ganz wichtig, auch die Eltern als Zielgruppe erkennen. Wir hatten auch mal einen Mutter-Tochter-Workshop, um auch den Eltern zu zeigen, eure Kinder können das, die haben gerade Kompetenzen in dem vielleicht nicht so stereotypischen Bereich, den ihr euch vielleicht für euer Kind gar nicht vorstellen könnt. Genau, dann natürlich die Sache von Reflexion und Evaluation. Gerne weitergehen. Genau, und die Koordinierungsstelle arbeitet eng zusammen mit den Instituten und Anbieterinnen von Projekten bei uns an der TU Dresden und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Dann versuchen wir natürlich eng mit der Lehramtsausbildung zusammenzuarbeiten, mit der Schulkontaktstelle bei uns, mit pädagogischen Fachkräften und Lehrenden und mit Schulen. Dann auch mit Einrichtung der Jugendarbeit der Stadt Dresden. Und wir versuchen natürlich auch Wirtschaft und lokale Wirtschaftsverbände einzubinden. Und das in so einem Netzwerk mit verschiedenen Arbeitsgruppen. Genau, gerne weitergehen. Dafür haben wir genau viele verschiedene Formate, die sich, da wir einfach eine sehr technische Hochschule sind, oftmals auf den Bereich Frauen und MINT spezialisieren, worauf wir jetzt gerne in den nächsten Jahren mehr das auch adaptieren wollen, um Männer für frauendominierte Studiengänge zu gewinnen. Und da gibt es die mehrtägigen MINT-Projekte, wo ich ein paar Bilder mitgebracht habe. Gerne noch jetzt weiterklicken. Genau, zum Beispiel das Try-In-Probestudium Ingenieurwissenschaften, welches die Möglichkeit bietet, 7 Wochen lang an der TU Dresden Probe zu studieren und sich danach für ein ingenieurwissenschaftliches Studium zu begeistern. Da wird einerseits im Rahmen von Forschungsstationen und Workshops Ingenieurwissenschaften näher gebracht und andererseits schon die Lücke zwischen dem Mathematik in der Schule zu dem Mathematik in der Uni geschlossen, um da gut und optimal vorbereitet ins Studium zu starten. Gerne die nächste Folie. Ein etwas kürzeres Angebot,
wäre dann nämlich auf der nächsten Folge die Sommeruniversität, die jeweils eine Woche geht. Genau, super, danke. Und ab 16 Jahre ist und die wird monoedukativ angeboten. Hier ist noch 2019, weil das war die letzte Präsenzveranstaltung. Die letzten Jahre war es dann digital. 2 Wochen, also jeweils eine Woche für die Jungs, also einmal 2 Wochen für die Jungs und 2 Wochen für die Mädchen, wobei man immer nur eine Woche teilnehmen kann. Das wurde sich angeschaut. Es gab früher eine Woche Mädchen, eine Woche Jungs, 2 Wochen gemischt und das wurde evaluiert und es wurde hat sich herausgestellt, dass das monoedukative Format mehr den Ziel der Studienorientierung, besonders bei den Frauen, verfolgt. Also sie verhalten sich einfach in gemischten Gruppen anders als in den monoedukativen Gruppen. Und sie für MINT zu begeistern, funktioniert in diesem Format einfach besser, wenn sie da monoedukativ Angebot haben. Genau, gerne weiter. Dann gibt es noch in den Herbstferien verschiedene Angebote, das Mathematik- und Informatik-Camp ab Klasse 7. Und in diesem Jahr neu wollen wir gerne das Herbstcamp Umwelt- und Klimaschutz anbieten ab Klasse 9. Und es gibt dann noch die Mädchen-Experimentierwoche in Physik. Gerne zum nächsten Folie. Genau, und dann haben wir ja noch viele eintägige Projekte, wo ich noch ein paar rausgreifen möchte. Sie können gern weitergehen. Genau, wie zum Beispiel Girls Day und dann vor allen Dingen die Veranstaltung mit verschiedenen Rollenvorbildern. Da haben wir eine Veranstaltung Taffe Frauen in MINT-Studiengänge, wo sich verschiedene Studentinnen, Fachfrauen, Professorinnen vorstellen und von ihrem Lebenslauf erzählen. Wie sind sie in die MINT-Fächer gekommen? Das war nochmal zu weit. In die MINT-Fächer gekommen und wie ist es ihnen da ergangen? Wie lief das Studium, der Berufseinstieg? Vielleicht auch die Vereinbarkeit mit Beruf und Familie. Dann gibt es ein Projekt der MINT-Botschafterinnen. Da sehen Sie unsere MINT-Botschafterinnen rechts oben, die einfach für zahlreiche Formate dann zur Verfügung stehen. Die MINT-Porträts, wo wir gerne Frauen einfach auch nochmal zeigen, um Rollenvorbilder zu schaffen. Einen Women MINT Slam, den wir zu Langen Nacht der Wissenschaften veranstalten. Und es ist jetzt noch geplant, der Arbeitstitel ist GSW-Botschafter, also Geistes- und sozialwissenschaftliche Botschafter, das Pendant zu den MINT-Botschafterinnen wäre. Genau, ansonsten, was wir so für die Jungen noch anbieten, ist die Herbstuniversität für Geistes- und Sozialwissenschaften und der Boys Day. Aber das ist auf alle Fälle noch ausbaufähig für die nächsten Jahre. Dann können Sie zur letzten Folie gehen. Genau. Ich habe einfach mal versucht, ein bisschen vorzustellen, was die zentrale Koordinierungsstelle macht und welche Projekte wir bei uns an der Hochschule haben, um Ihnen da einen kleinen Einblick zu geben. Und freue mich auf Fragen. Ja, vielen Dank. Das war ja ein ganzer Blumenstrauß von Maßnahmen und Projekten. Wirklich toll. Ich sehe schon mehrere Meldungen. Frau hat sich als Erste gemeldet. Super. Vielen lieben Dank für den spannenden Vortrag. Also erstmal, wow, sehr, sehr viele Projekte, die Sie da angehen. Mit wie vielen Personen managen Sie das so? Also ich bin alleine, aber ja, ich habe natürlich die ganzen dezentralen Projektpartnerinnen. Mhm. Also das heißt, es sind ganz viele Projekte, die einfach dezentral liegen, wo ich nur berate, wo wir gemeinsam schauen, wie können wir Teilnehmerinnen erreichen. Das ist gerade zum Beispiel beim Girls Day, Boys Day so oder bei der Sommeruni, die liegt nicht bei mir, das Mathe- und Informatik-Camp. Wir versuchen gemeinsam auch Geldquellen zu akquirieren. Wo können wir vielleicht auch Geld für manche Projekte finden? Und so ist das halt auf mehrere Schultern verteilt. Mhm. Wow. Ich hätte tatsächlich eine sehr konkrete Frage. Also wir schwimmen eigentlich in denselben Problemen. Ich erzähle gleich auch ein bisschen was. Aber vom Prinzip her, Sie hatten angesprochen, Thema, ja, Projekte im Bereich Genderkompetenz für das Personal. Also im Endeffekt die Genderkompetenz irgendwie, ja, versuchen zu lehren, rüberzubringen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Wie gehen Sie das an? Weil das ist bei uns genauso schwierig. Also wir versuchen, das Bewusstsein dafür zu schaffen, erstmal auf alle Fälle bei denen, die die Projekte entwerfen.
Schwieriger ist es bei denen, die teilweise Vorträge halten. Also die professorale Ebene ist teilweise echt schwierig zu erreichen. Da wollen wir in Zukunft mehr mit dem Thema Unconscious Bias versuchen, dafür zu werben, sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen. Und das nicht nur an diese Projekte angedockt, sondern als Hochschule allgemein, dass wir auf dieses Thema Rollenstereotype und Unconscious Bias mehr hinweisen, dass die auch mal drüber nachdenken. Also okay, es gibt Leute, ja, die sagen, ich habe kein Unconscious Bias. Dann denke ich so, ja, so gut. Also. Aber das heißt, das ist ein Projekt, wo die dran teilnehmen können. Das heißt, der Wille muss aber da sein, dass sie im Endeffekt auf sie zukommen und sagen, ich möchte mal an so einem Projekt teilnehmen. Bis jetzt, es ist auf alle Fälle noch freiwillig, genau. Okay. Also es ist Graswurzelarbeit, sagt meine Chefin immer. Es ist ja teilweise schwierig. Begeistern kann ich meine Kolleginnen im zum Beispiel ingenieurwissenschaftlichen Bereich immer. Ich sage immer, ich versuche mehr Frauen für sie zu begeistern. Das finden die immer alle ganz toll. Das, ja. Dass sie mehr Kolleginnen kriegen, da sind sie alle immer echt, ja, das finde ich gut. Wir sind nämlich wenig. Also so ganz pauschal teilweise. Ja. Aber es ist schwierig, definitiv. Okay. Ja, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Konnte man da in der letzten Zeit durch die Projekte eben auch schon einen Anstieg in den MINT-Bereichen von Frauen verzeichnen? Ach, ganz schwierige Frage. Es ist ja nicht so eindimensional, sage ich immer. Nur weil die bei uns bei dem Projekt waren, ist es ja nun nicht so, dass die ihre ganze vorherige Prägung ausschalten und sagen, es ist alles umgeworfen, ich mache das jetzt. Es ist ein Baustein, wo wir versuchen, einen Akzent zu setzen. Ich habe Leute getroffen, die gesagt haben, ich habe in der Sommeruni meinen Studiengang gefunden. Da freue ich mich ganz dolle. Aber es ist, hat natürlich nie so einen extremen Input, dass ich sagen kann, ja super, die Zahlen haben sich erhöht. Die Zahlen haben sich erhöht. Aber ob das zurückzuführen ist auf das eine Projekt, das lässt sich schwer nachweisen. Es ist ja, sag ich mal, ein großes Thema. Auch wir sitzen ja hier, weil es gibt ganz viele Beteiligte in dem Thema und jeder, der was macht, macht einen Baustein dazu. Und wir wollen gerne die Eltern mitnehmen, das ist eine wirklich große Zielgruppe, dass die einfach auch die Kinder darin bestärken, vielleicht nicht einen Rollenstereotypen Beruf zu ergreifen, weil oftmals kommen sie begeistert vom Gerüst nach Hause und dann sagen sie, aber nee, wär doch lieber Lehrerin oder was auch immer für Sachen, wenn sie das nie kennen. Vielleicht auch gerade mit Ingenieurwissenschaften, was man sich nicht vorstellen kann, was kein Schulfach ist, dann wird oftmals auch von den Eltern im Nachgang abgeraten, obwohl wir Begeisterung geschaffen haben. Es ist ein sehr, sehr komplexer Prozess, wo jeder seinen Baustein dazu tun kann und wo ich die Lehramtsausbildung ganz groß sehe. Die Lehrerinnen haben die Schülerinnen jeden Tag vor sich. Die können ganz viel leisten, wo wir einen Tag manchmal die Schülerinnen und Schüler hier haben. Ja, vielen Dank. Der Girls Day ist ja auch seit über 20 Jahren und schon aktiv und es sind halt, also es verändert sich messbar im MINT-Bereich was, aber es sind halt wenige Prozentpunkte in den einzelnen Studiengängen und auch darum sitzen wir jetzt immer noch hier. Frau hatte sich noch gemeldet. Ja, danke schön für den tollen Vortrag. Also ich bin auch begeistert, was Sie alles für schöne Projekte haben. Ich habe noch mal eine Nachfrage zu dem Projekt Trying, oder das ist das Sommeruni, was Sie damit meinten? Oder nein, ist das, weil genau. Es ist noch mal ein längeres Projekt als die Sommeruni. Die Sommeruni ist wirklich eine Woche. Da schnuppert man eine Woche sehr vielfältig rein. Das kann man im Rahmen der Schule machen, in den Sommerferien. Trying ist wirklich nach dem Abitur 7 Wochen lang Probestudium, mehr vertiefend, schon Vorbereitung aufs Studium, die Universität kennenlernen, vielleicht hier auch schon wohnen und Mathe-Vorlesungen schon haben, die einem den Studienstart erleichtern. Die sogenannten Vorbereitungskurse sind damit integriert und das ist noch umfangreicher als jetzt die Sommeruni. Genau, und diese also Trying ist aber die Zielgruppe alle oder ist es wirklich auch dann ein Bereich nur für Schülerinnen nach dem Abitur? Ist nur für Abiturientinnen, ist ein reines Frauen.
Ja, das finde ich ganz toll. Und es sind diese Module extra dafür konzipiert worden? Also ich meine, das ist jetzt die Frage, die sich anschließt. Man muss ja immer Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen, die das auch mitstemmen, das Angebot, was da gemacht wird. Und das sah jetzt für mich auf den ersten Blick doch nach einem sehr schönen, attraktiven Angebot. Meine Tochter macht gerade Abitur, also jetzt hier in Aachen. Das ist natürlich nicht um die Ecke, aber wo ich schon denke, das ist natürlich was, mir auch gut gefallen könnte. Aber da gibt es auch Kapazitäten, dass sie wirklich da was anbieten können? Also wir machen das in Kooperation mit den Fakultäten. Es gibt sozusagen zwei Workshops, es sind immer zweitägige Workshops, gibt es zwei Workshops im Maschinenwesen, zwei Workshops in der Elektrotechnik und zwei Workshops in der Informatik. Und da habe ich sozusagen die Mitstreiterinnen, die diese Workshops bespielen. Dann sind wir im Vorbereitungskurs Mathematik mit dabei und haben praktisch diese Vorlesung zum guten Studienstart. Und dann gibt es noch Netzwerkangebote mit Studentinnen, damit sie einfach all die Fragen zum Studium loswerden können. Wie ist es denn, wenn ich jetzt Informatik studiere? Was ist der Unterschied zwischen Medieninformatik oder reiner Informatik? Damit da Studierende auch, also Studentinnen, das erzählen. Und dann haben wir noch Exkursionen in Unternehmen der Umgebung, um einfach auch zu wissen, was mache ich denn dann mit dem Studium? Was mache ich denn als Ingenieurin, wenn ich Elektrotechnik studiert habe? Genau. Ja. Vielen Dank. Gerne, gerne. Gerne Werbung machen. Da bin ich ganz dankbar, wenn Sie für unser Try-In gerne noch Werbung machen, weil wir das Gefühl haben, wir kommen noch nicht richtig an die Zielgruppe ran. Also. Ja. Danke. Steht noch auf der Liste. Ja, genau. Ein paar Fragen zu den Veranstaltung Role Models. Wie oft veranstalten Sie dieses Thema oder diese Vorträge und wie entstehen die Kontakte zu den Personen, die dann das vortragen? Haben Sie da ein Netzwerk, mit dem Sie arbeiten? Und vor allen Dingen, wie gut wird das besucht von den Schülerinnen? Danke. Genau, super gerne. Ich bin jemand, ich docke mich sehr gerne an bestehende Veranstaltungen an, dass ich nicht welche einfach mache und sage, Sie müssen an die Uni kommen, sondern ich schaue mir an, was haben wir an der Uni für Veranstaltungen, wie zum Beispiel Uni Live, Studieninformationstag, Unitag. Und dann biete ich zu diesen Tagen diese Veranstaltungen an. Oder zur Langen Nacht der Wissenschaften, wenn wir einen MINT-Slam machen. Also ich versuche immer, das in bestehende Veranstaltungsformate, soweit es geht, zu integrieren, damit die Leute nicht extra hierher kommen müssen, weil das ist nochmal schwerer. Und dann habe ich praktisch ein Netzwerk, und das weiß ich schon aus meinen MINT-Botschafterinnen im besten Fall, dass ich zuerst die Studentinnen habe. Die Studentinnen sind irgendwann fertig, gehen in Unternehmen, bleiben an der Uni oder irgendwo hin. Da versuche ich dann gerne Kontakt zu halten, um sie dann wieder einzuladen, um zu sagen, was sie hier studiert haben. Und weil ich immer ungern nur wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der Universität vorstelle, weil niemand studiert Informatik, um an der Uni dann vielleicht zu lehren, sondern es ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir dir die Praxis mit zeigen, wie ist es im Ingenieurbüro oder in irgendwelchen Firmen oder in Startups oder was es da alles gibt. Und so ist das so ein bisschen Schneeballprinzipartig, hat sich das Netzwerk praktisch aufgebaut, von Studentinnen dann, die in die Wirtschaft gegangen sind, und man rekrutiert auch so, sage ich mal, gerne im privaten Umkreis, wenn man Personen kennt, die man dann fragt und dann hört, ach, du bist Bauingenieurin, ah, könntest du dir vorstellen, gerne mal bei meiner Veranstaltung mitzukommen? Und die kennen dann wieder jemanden, und ich frage total gerne, was Leute studiert haben oder was Leute beruflich machen, um sie dann da auch mit einzubinden. Man kann auch Firmen anfragen. Ich finde immer Fachkräftemangel. Es stöhnen ja alle und sagen, wir wollen mehr Frauen. Dann sollen sie ihre Frauen, wenn sie zu unseren Rollenvorbildvorträgen kommen, auch für den Tag freistellen. Das machen die Firmen. Man muss bloß fragen. Die dürfen nämlich auch gerne Werbung machen. Die dürfen gerne sagen, ich komme von Siemens und kommt doch zu uns. Ihr könnt Praktikum bei uns machen. Können die super gerne machen. Und dann finde ich das gut, wenn das Arbeitszeit ist für die Rollenvorbilder. Also für die, dass die dann von ihrer Firma freigestellt werden. Das ist ja Werbung für die Firma und für den Studiengang und für die neuen Fachkräfte, für die Frauen. Genau. Genau, die letzte Frage, wie oft wird das gut besucht, werden die Veranstaltungen? Wir hatten Corona, ne? Also wir haben das ganz selten digital gemacht.
Wir wollten gerne eigentlich noch so, was ich immer gerne machen wollte, neues Veranstaltungsformat, so ein Speed-Dating-Format, dass man einfach Rollenvorbilder hat, wo man dann wechseln kann in verwechselnden Tischen und sich einfach mal so ein bisschen die Lebensgeschichte erzählen lassen kann. Das haben wir bis jetzt noch nie umgesetzt, weil als das konzipiert war, kam Corona und damit ist das erstmal ausgefallen. Darum kann ich gar nicht sagen, wie oft wir das machen. Wir versuchen uns, wie gesagt, anzudocken. 3-4 Mal im Jahr machen wir es, aber je nachdem, wie Veranstaltungen dann sind, weil das ist in Präsenz einfach deutlich besser. Alles klar, vielen Dank. Gerne. Ja, vielen Dank. Diese Bestrebungen, Projekte und so weiter, um Frauen in MINT-Berufe und Studiengänge zu bekommen, machen wahrscheinlich sehr, sehr viele von uns. Und dafür gibt es ja auch reihenweise Studien und Bücher und Aktivitäten und alles. Mich würde tatsächlich das andere interessieren, was Sie vorgestellt haben, dass Sie da aktive Projekte haben, um mehr Männer, Jungs in die, sage ich mal, sozialen Berufe zu bekommen. Da würde mich tatsächlich die Rechtfertigung interessieren. Das heißt hier immer, Frauen, Mädchen sind strukturell benachteiligt, darüber rechtfertigen sich ressourcenintensive Projekte, um sie zu fördern oder diese strukturellen Benachteiligungen auszugleichen. Man geht ja eigentlich davon aus, dass Jungs und Männer das, so eine strukturelle Benachteiligung in dem Sinne nicht erfahren, sondern dass sie halt nicht in die sozialen Berufe gehen, weil man da so wenig Geld verdient, ganz schlicht und ergreifend. Da würde mich interessieren, was sozusagen das Narrativ hinter diesen Projekten ist, warum sie das, also wie sie das sozusagen kausal aufbereiten, dass sie das machen, rechtfertigen. Da gibt es ja vielleicht auch Fragen, kann man das machen? Und natürlich, was vorhin auch schon gefragt wurde, ich weiß, wie schwer das ist, dennoch denke ich ja immer, wir müssen das an der Uni auch immer rechtfertigen. Also bringt das alles was? Oder ist das, also ich will Sie jetzt da nicht ärgern, aber kommen wir wirklich voran mit diesen Projekten oder nicht? Also das finde ich mal ganz spannend. Und ich weiß, die TU Dresden macht ja wirklich wahnsinnig viel und ja auch schon sehr lange. Und deswegen würde mich einfach Ihre Einschätzung interessieren, kommen wir in diesen Bereichen wirklich voran? Die nordischen, skandinavischen Länder, die da noch viel mehr machen und viel weiter sind, haben ganz ähnliche Zahlen wie wir. Am Ende des Tages kommt man doch gar nicht so richtig voran. Und gibt es vielleicht doch nochmal eine ganz neue Idee, wie man das dann doch auflösen kann? Weil natürlich bin ich am Ende des Tages genau der gleichen Meinung wie Sie, dass man das so machen muss. Aber ja, das wären vielleicht so meine Fragen erstmal. Danke. Ich würde mal auf das Letzte zuerst eingehen. Ich muss ehrlich zugeben, es kommt ein bisschen nach Tagesform drauf an. Manchmal denke ich auch, ach, ist irgendwie alles sinnlos, was wir machen. Es bringt gar nichts. Wir kommen irgendwie nicht weiter. Aber wenn ich dann natürlich viele begeisterte Frauen oder junge Mädchen vor mir habe, die ihren Studiengang finden, da ist es mir dann trotzdem für die Einzelne selbst das wert, die dann einfach begeistert sind. Das, sag ich mal, das unterstützt mich, wenn ich manchmal so ein bisschen bin und denke, wie Sie das gesagt haben, ach, es ist irgendwie alles schwierig und es kommt nie voran. Aber wenn wir dann Begeisterte haben, die sagen, vielen Dank für das Projekt, ich habe meinen Studiengang gefunden. Das finde ich dann einfach toll. Ich habe letztens gehört, die Studie ist schon ein bisschen älter, aber so einen ganz anderen Ansatz, dass eine kanadische Studie, die gezeigt hat, dass Mädchen oftmals andere oder nicht rollentypische Studiengänge wählen, wenn der Vater sich mehr in Kindererziehung und den Haushalt einbringt. Also so ein ganz anderes Thema, wo wir ja gar nichts ändern können. Aber das zeigt einfach, wie komplex die Geschichte ist, wie sie auch von zu Hause geprägt worden sind. Ich habe ganz viele Frauen, die MINT studieren, die halt entweder selber Ingenieurinnen, Ingenieur als Eltern haben, mit handwerklichen Sachen früh konfrontiert wurden, basteln und werkeln durften. Fällt mir sehr oft auf, dass die dann öfter diese Selbstverständnis und diese Fähigkeit mitbringen, zu sagen, das traue ich mir zu. Ist ganz schwierig, die Zahlen ändern sich ja ein bisschen. Es geht ja ein bisschen nach oben. Ihre erste Frage, Rechtfertigung. Ich kriege ganz viel die Frage von, und was machen Sie für die Jungs? Also muss ich ehrlich sagen, ich finde das gut, auch für die Jungs was zu machen. Wir müssen für die Jungs was machen, weil die ganz stark die Eltern es einfordern, dass es auch bitteschön was für die Jungs zu geben hat.
Außerdem sprechen wir bei uns immer von Unterrepräsentanz und dass wir gerne was machen, wo ein Geschlecht unterrepräsentiert ist. Und da gehört auch bald Medizin dazu, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir auch für Medizin wahrscheinlich begeistern müssen. Aber in den sozialen Berufen, denke ich, ist es auch gut, wenn wir da ein ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis bekommen. Die Kitas, die Grundschulen sind schon sehr weiblich geprägt. Und für alle Kinder ist das, glaube ich, gut, wenn es da diverser einhergeht. Und nicht nur vom Geschlecht, sondern auch von anderen Aspekten, muss man sagen, noch ein bisschen breiter betrachten als nur die, das Thema Gender. Auch Migrationshintergrund und verschiedene religiöse Zugehörigkeiten. Aber ich denke, dass das schon gerechtfertigt ist, zu sagen, in Berufen, die so eine starke Unterrepräsentanz hat, auf beiden Seiten ist das ungünstig, auch für das Teambuilding, für die, sag ich mal, ganze Zusammensetzung von Teams, wenn die einem Geschlecht so stark zugehörig ist. Auch aus dem Diversity-Forschungsaspekt, diverse Teams sind einfach flexibler, anpassungsfähiger und ich denke, das ist eine gute Rechtfertigung zu sagen, jegliche Unterrepräsentanz schauen wir uns an. Unterrepräsentanz sagen wir hier bei unter 20%. Also wirklich extreme Unterrepräsentanzen, wo wir sagen, das ist dann das, was wir noch besonders angucken wollen. Weil über 30 sagt man schon wieder, das reguliert sich dann irgendwann vielleicht schon ein bisschen selber. Genau. Ja, vielen Dank. Unsere erste Stunde ist gleich schon rum, darum würde ich vorschlagen, jetzt letzte Frage zu diesem Kurzinput. Drei stehen uns noch bevor und vielleicht haben wir sogar noch Zeit für eine große Runde zum Schluss. Frau? Das würde sogar anschließen an das, was Sie gerade gesagt haben mit dem Zuhause. Also meine Frage ist eigentlich, Sie haben jetzt relativ oft davon gesprochen, dass Sie auch die Eltern mit ins Boot holen. Und ich glaube, das ist was, wo man sich gar nicht drüber streiten muss, dass die studieninteressierten Schülerinnen und Schüler einfach von zu Hause beeinflusst werden. Und da wäre meine Frage, wie erreichen Sie die Eltern und in welchem Alter, also sind die Kinder dann? Also wir machen noch nicht so sehr viel mit Eltern, aber ich bin immer überrascht, wenn man die Studien anguckt, wie viele Eltern Mitspracherecht bei der Studienentscheidung ihrer Kinder haben, dass sie da doch die erste Wahl teilweise sind. Und wir haben halt schon mal diesen Mutter-Tochter-Workshop gemacht, um da die Eltern mit einzubeziehen. Wir machen auch extra Veranstaltungen für Eltern zum Unitag. Da geht es nicht unbedingt um Rollenstereotype und Geschlechterklischees, aber wir haben auch Newsletter, die sich an die Eltern richten, weil die oftmals denen das vorlegen. Das heißt, wie die erste Fragerin, die sagte, ich habe gerade eine Tochter, die macht Abitur, dann geben die das nämlich weiter. Die Schülerin selber hätte sich in der Schule nicht mitgenommen. Also versuchen wir Netzwerke zu bedienen, wo die Eltern sind, wie jetzt zum Beispiel bei uns in der Universität, dass die Eltern einfach den Schülerinnen und Schülern das vorlegen und sagen, hier wäre das nicht was für meine Tochter oder für mein Sohn. Also, dass man die Elternzielgruppe auch bei der Öffentlichkeitsarbeit mitdenkt. Dankeschön. Ich habe selber Kinder in dem Alter. Ich weiß, dass die das von selber nie mitnehmen. Das muss man sich vor die Nase legen. Gut, vielen Dank. Dann schlage ich vor, wir kommen zum nächsten Input. Da geht es an die RWTH Aachen und Frau Welter würde uns da ein bisschen was vorstellen. Mein Name ist Isabel Welter. Ich arbeite an der zentralen Studienberatung an der RWTH Aachen und ich bin Koordinatorin für Schüler- und Schülerinnenprogramme. Ich kann ganz viel, also Frau Bianchin hat sehr viel vorweggenommen, weil die Sachen, die sie gesagt hat, die betreffen die RWTH natürlich auch. Also wir sind ja auch eine technische Hochschule und dementsprechend sind unsere Projekte sehr auf die Mädchen ausgerichtet. Wir haben auch ein bisschen was für die Jungs, aber da gehe ich gleich näher drauf ein. Ich habe Ihnen exemplarisch die Projekte mitgebracht, die hier an der zentralen Studienberatung angesiedelt sind. Es gibt noch vereinzelte Tagesprogramme oder Projekte, die in den Instituten angesiedelt sind, aber das, was so organisatorisch alles hier zusammenläuft, das würde ich Ihnen jetzt gerne einmal kurz vorstellen.
Da gehe ich zuerst auf die Schüleruni und die Schnupperuni, Ingenieurwissenschaften für Mädchen ein, danach unser neues Programm MINT für Schülerinnen, dann kurz auf den Girls and Boys Day und auf unser Projekt MINT und FIT. Gerne weiter. Genau. Also die Schüleruni, das ist bei uns ein einwöchiges Angebot für SchülerInnen der Mittelstufe und der Oberstufe. Das ist bei uns schon seit 2009 angesiedelt und gut etabliert. Das Prinzip dahinter ist Uni hautnah erleben. Also die SchülerInnen, die kommen zu uns und erleben dann eine Woche lang eine bestimmte Schüleruni in einem Fach. Aktuell haben wir 14 Schülerunis und da sind zum Beispiel drunter die Schüleruni Mathematik, Schüleruni Informatik, Bauingenieurwesen und so weiter. Und dann haben die eine Woche lang Seminare, Vorlesungen, Übungen, so je nach Fach zu bestimmten Themenbereichen, dass die einmal hier richtige Uniluft schnuppern können an der RWTH. Wir achten sehr auf eine paritätische Platzvergabe, weil wir doch sehen, dass beispielsweise in der Schüleruni Biologie die Mädchenplätze sehr schnell voll sind. Wir aber auch den Jungs gerne die Chance geben möchten, an der Schüleruni teilzunehmen und umgekehrt der Klassiker bei uns Schüleruni Maschinenbau. Da sind die Jungsplätze sehr schnell vergeben und damit wir trotzdem den Mädchen da eine Chance geben, haben wir da ein Kontingent für die geblockt und auch jetzt seit mehreren Jahren auch für diverse Schülerinnen und Schüler. Genau, einfach um sicher zu gehen, vor allem bei den Mädchen, dass es nicht abschreckt, wenn dann beispielsweise bei Maschinenbau nur ein Mädchen da ist und sonst nur Jungs. Wir denken, es ist für die Mädchen angenehmer, in einem geschützteren Rahmen zu arbeiten, wo sie auch sehen, es gibt auch andere Mädchen in meinem Alter, die sich dafür interessieren. Und ich bin da nicht so ganz alleine auf so einem Feld. Und wie Frau Bianchin auch schon gesagt hatte, die verhalten sich anders, wenn sie alleine sind in so einem Kurs, als wenn da noch andere Mitstreiterinnen sind. Wir haben circa 250 bis 300 Teilnehmende jedes Jahr und die kommen aus der ganzen Welt. Also wir haben viele SchülerInnen beispielsweise aus der deutschen Schule in Istanbul oder aus Athen. Wir hatten schon Teilnehmende aus den USA und aus Mexiko. Die einzige Voraussetzung ist, dass sie Deutsch sprechen müssen, weil das Programm bei uns auf Deutsch gehalten wird. Aber ansonsten nehmen wir gerne jede Interessierte und jeden Interessierten da bei uns auf. Was da interessant ist, wo wir eben am Anfang über gendergerechte Ansprache gesprochen haben. Ich kriege hautnah im Moment mit bei den Anmeldungen, dass Schülerinnen und Schüler, die von außerhalb kommen, den Begriff divers nicht kennen. Und die melden sich dann an und denen muss ich dann erklären, also muss ich versuchen, sensibel nachzufragen, ob das richtig ist, dass sie sich für divers anmelden oder ob sie eine eindeutige Geschlechterzuordnung haben. Und das ist etwas, was ich vorher nicht bedacht hatte, als wir die diversen Plätze eingepflegt haben, dass das doch ein Phänomen ist, das vielleicht in anderen Ländern wie in der Türkei oder in Griechenland noch nicht so geläufig ist wie bei uns. Und da Erklärungen abzugeben, damit beschäftige ich mich im täglichen Geschäft gerade sehr, sehr viel. Und das war so ein interessantes Lernerlebnis, was ich hatte. Die Schnupperuni Ingenieurwissenschaften für Mädchen, das ist unser Angebot, das sich rein an die Mädchen richtet, ist genauso wie die Schüleruni ein Angebot für Schülerinnen in der Oberstufe, wo die auch die Uni hautnah erleben können. Und das spricht eben die Mädchenförderung im Ingenieurbereich ganz direkt an. Gerne eins weiter. Ja, das waren unsere einwöchigen Angebote in den Sommerferien für die Oberstufe. Jetzt haben wir auch das Projekt MINT für Schülerinnen. Das ist letztes Jahr angelaufen bei uns. Das ist für MINT-interessierte Schülerinnen in der Region in Aachen. Da kooperieren wir mit einigen Gymnasien, Gesamtschulen und Berufskolleg, vor allem mit einem MINT-Schwerpunkt. Und da ist das Angebot, dass die Mädchen, die daran teilnehmen, zu monatlichen MINT-Cafés kommen können. Und das können Gesprächsrunden mit Role Models sein oder mit Studentinnen oder der Besuch eines Schülerlabors. Also wir versuchen das so groß zu fassen, wie es eben geht. Oder wir machen Workshops, also alles,
alles, was für die Schülerinnen da wichtig sein könnten, um den bevorstehenden Studienentscheidungsprozess mit zu begleiten und dafür zu sensibilisieren und eben auch die Schülerinnen zu ermutigen, den Weg tatsächlich ins MINT-Studium zu finden. Was da ganz interessant ist in unseren Erfahrungen ist, dass bei den Schülerinnen von Mädchengymnasien das Interesse sehr hoch ist und auch das Verständnis für die Problematik. Aber an gemischten Schulen ist es sehr schwierig, zu rechtfertigen, warum schon wieder was für Mädchen gemacht wird, weil Mädchen da oft als die vermeintlichen Bildungsgewinnerinnen gesehen werden in den gymnasialen Oberstufen. Die machen ja die guten Noten und die werden sowieso von den Lehrern bevorzugt und so weiter. Warum sollten die jetzt noch gefördert werden? Und da dann zu argumentieren, wie wir unsere Programme anlegen, das hat gezeigt, dass es doch zu viel Diskussionsbedarf geführt hat, womit wir am Anfang jetzt auch nicht so gerechnet hätten. Genau. Gerne eins weiter. Ja, wir machen beim Girls und beim Boys Day mit. Das ist ja für Schülerinnen ab 10 Jahre. Also das ist, jetzt kommen die Projekte, die eher in die Mittel- oder Unterstufe kommen. Wenn nicht gerade Corona ist, haben wir da circa 350 Schülerinnen und 50 Schüler, die daran teilnehmen. Und da arbeiten wir eng mit dem Klinikum zusammen, sodass da vor allem in den Pflegeberufen Stellen für Schüler geschaffen werden, also für die Jungs, dass die eben auch zu uns kommen können. Und da ist ja ganz klar das Ziel, der Zugang zu den geschlechterspezifischen Berufen, denen so klischeefrei wie möglich zu ermöglichen. Genau, und unser letztes Projekt, das ist MINT und FIT. Das ist auch für Mädchen. Das ist für Schülerinnen zwischen 12 und 14 Jahren. Das ist auch ein einwöchiges Angebot in den Sommerferien. Und da versuchen wir, MINT und Sport zu kombinieren. Also wir haben an der RWTH 9 Schülerlabore in verschiedenen Fachbereichen. Und die Mädchen gehen dann immer an einem Tag morgens in ein Schülerlabor und nachmittags machen sie dann Sport. Und auch bei dem Sport versuchen wir, die für neue Sportarten zu begeistern, die vielleicht im Moment ihnen noch nicht so geläufig waren. Also beispielsweise könnten sie morgens in ein Schülerlabor von der Informatik gehen und nachmittags gibt es dann Boxen und am nächsten Tag sind sie im Schülerlabor Physik und dann nachmittags beim Fußball und so weiter. Also wir versuchen da ein großes Spektrum auf die Beine zu stellen, wie sie die Woche bei uns verbringen können. Ja, das ist jetzt mal, also so schnell wie möglich, einmal unsere Projekte kurz vorgestellt. Und falls Sie noch Fragen haben, dann sehr gerne. Vielen Dank erstmal. Ist auch einiges los an der RWTH. Gibt es Nachfragen? Frau Schiffner, bitte. Ja, mich würde interessieren, wie Sie diesen Kontakt zu den Schülerinnen herbekommen für Ihre MINT-Schülerinnenwoche. Meinen Sie das Programm, wo wir jeden Monat das MINT-Café anbieten oder meinen Sie allgemein? Sowohl als auch, ja. Okay, ganz allgemein, auch viel über die Eltern. Also wir haben einen Eltern- und Lehrer-Newsletter, der regelmäßig veröffentlicht wird. Und ansonsten versuchen wir, Social-Media-Kanäle zu nutzen. Also wir haben einen Instagram-Account und darüber finden wahrscheinlich auch viele SchülerInnen den Weg bei uns in die Studienberatung. Und sonst Öffentlichkeitsarbeit, also Pressemitteilung und so weiter, das sind so unsere Wege. Genau, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Okay, und bei den Schulen gehen Sie dann, also wie kommen Sie an die Eltern ran? Über die Schulen? Oder? Ach so, also wie gesagt, wir haben diesen Lehrer- und Eltern-Newsletter. Die kommen auf uns proaktiv zu, also die können sich dann daran eintragen lassen. Und beispielsweise bei dem Programm MINT für Schülerinnen, da gehen wir über die MINT-Koordinatoren an den Schulen. Also wir haben ja gesagt, wir arbeiten im Moment mit denen, die einen MINT-Schwerpunkt haben. Da gibt es oft KoordinatorInnen an den Schulen und da so kommen dann die Kontakte zustande. Also sind das eigentlich ziemlich selektierte Schulen, mit denen Sie dann kooperieren? Im Moment noch ja, weil das Programm ist neu angelaufen, im Moment noch ja, aber wir versuchen natürlich die Bandbreite zu öffnen, sobald es einmal ins Rollen gekommen ist. Okay, super, danke. Frau hatte sich noch gemeldet. Hallo, Hochschule Niederrhein, ich habe eine kurze Frage. Das hört sich nach sehr, sehr viel Arbeit an und ich kann mir das gut vorstellen und einiges versuchen wir auch selber auf die Beine zu bringen. A, wäre natürlich meine Frage, wenn sie erlaubt ist, wie viele Personen
beschäftigen sich denn eigentlich damit? Das ist ja teilweise manchmal ein sehr saisonales Geschäft, wie Girls Boys Day haben wir nur an einem Tag. Aber andere Dinge, wenn man sich da kontinuierlich drum kümmert, dann muss man auch entsprechendes Personal kontinuierlich beschäftigen. Und die nächste Frage wäre natürlich auch, aus wessen Budget kommt das denn? Also bei uns ist manchmal schon so eher so diese Frage, die gestellt wird, naja, ist das eine Sache der Fachbereiche oder tut man mir einen Gefallen als Gleichstellungsbeauftragten? Nee, also mir tut man keinen Gefallen, wenn man junge Frauen an die Hochschule holt. Das ist nett, dass sie das tun, aber die müssen eigentlich ja begreifen, dass sie es für sich machen. Also weil sie die Kultur einfach verändern im Fach. Ja, also diese MINT-Mädchenstelle, das ist eine Kollegin, die hat eine 50%-Stelle. Woraus die finanziert wird, das kann ich Ihnen leider gerade nicht sagen. Aber meine Stelle, ich bin zuständig für den Girls' Day und für die Schüler-Uni und für die Schülerpraktika. Ich habe eine 75%-Stelle, die von der Hochschule finanziert wird. Also das ist ja direkt angesiedelt an der zentralen Studienberatung und wir haben das Team SchülerInnen ist bei uns da direkt dran und ja, das ist da einfach mit eingegliedert. Danke. Ja, vielen Dank. Diese Sport- und MINT-Kombination, haben Sie damit, also offensichtlich haben Sie damit gute Erfahrungen gemacht? Spricht das ein spezielleres, anderes Publikum an? Funktioniert das einfach so gut, weil es eine andere Art von Attraktivität hat? Da wäre ich nochmal neugierig. Ich glaube, das spricht vor allem Eltern an, die ein Projekt suchen für die Sommerferien von den 12- bis 14-Jährigen und dann kommen die auf uns zu. Wir sind gerade noch dabei, uns zu überlegen, ob dieser Aspekt des männerspezifischen Sports, ob wir da nochmal dran gehen, weil das ja doch die Zielgruppe recht klein macht. Und vielleicht auch ein Bild vermittelt, du musst eher maskulin sein, um dich für MINT zu begeistern. Das ist ja auch nochmal eine Frage, ob man so ein Bild unbedingt vermitteln muss oder ob ein Mädchen, was Ballett tanzt, nicht genauso Maschinenbau machen kann. Ja, aber ich glaube, dadurch, dass die Eltern das gut finden, lernen die Mädchen das kennen und finden das dann zum Glück auch gut. Also der Spezialtipp wäre, eine Art Ferienspielprogramm zu bauen, um so über die Eltern dann an die Kinder zu kommen, männlich wie weiblich, und mit denen dann Programme an der Hochschule machen zu können. Das ist ein sehr spannender Gedanke. Frau hat noch eine Nachfrage. Ja, vielen Dank erstmal. Und zwar auch nochmal zu diesem MINT-Schülerinnen, also dieses einmal im Monat kaffeemäßig zusammensetzen. Sie haben gesagt, das lief eigentlich gerade erst an. Wann haben Sie damit gestartet und können Sie schon sagen, ungefähr für wie viele Leute Sie das ausgelegt haben? Also ist das voll besucht dann auch? Das macht meine Kollegin, deswegen muss ich gerade kurz nachdenken. Ich meine, das hat Ende letzten Jahres gestartet und sie ist jetzt im Januar das erste Mal in die Schulen gegangen, als es Corona-bedingt möglich war. Okay. Und es ist noch nicht ausgelastet. Also es sind einige Handvoll Schülerinnen, die da jetzt teilnehmen. Also wir probieren das jetzt aus und wissen noch nicht, wie die Zukunft so weiter aussieht. Danke. Gut, dann gehen wir vielleicht weiter im Programm. Kommen wir, jetzt bin ich hier selbst in meinen Notizen durcheinander, zu Frau Dr. Backhaus. Ich bin zusammen hier mit Melanie Schiffner, unserer Fachstelle Klischeefreie Studienfachwahl. Ich selber bin die Leiterin des Referats für Gleichstellung und Diversität und damit auch die Projektleitung für dieses Projekt. Genau, wir freuen uns, dass wir heute vorstellen können. Wir sind jetzt in einem ganz anderen Hochschultyp, an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften im nördlichen Baden-Württemberg mit einem klassischen Profil von solchen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Technik, Wirtschaft, Informatik, eine Flächenhochschule mit Standorten auch im ländlichen Raum. Wir sind eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg mit 8.500 Studierenden, aber natürlich jetzt eine ganz andere Größe als TU Dresden oder RWTH Aachen. Wir haben 7 Fakultäten, über 50 Studiengänge. Von diesen 7 Fakultäten gibt es eine ganz klassische Informatikfakultät, 2 ingenieurwissenschaftliche Fakultäten mit Technikstudiengängen und dann noch so Fakultäten, in denen es Mischungen gibt, also eine Fakultät für Technik und Wirtschaft oder eine Wirtschaftsfakultät, die jetzt die Wirtschaftsinformatik ausbildet.
ausbaut. Also das ist so ein bisschen das Profil, in dem wir uns bewegen zum Einstieg. Wieso sind wir gestartet mit dem Thema klischeefreie Studienfachwahl? Das ist das Problem, wegen dem Sie alle hier sind. Und Sie sehen es auch an unseren Zahlen ganz deutlich. Je klassischer wir in die richtigen Ingenieurwissenschaften kommen, desto stärker sinkt der Frauenanteil. In der Informatik sind wir bei ungefähr 23%. Damit sind wir nicht zufrieden und wir haben es natürlich mit einem Problem hochschulspezifischen Problem zu tun, sondern mit einem gesamtgesellschaftlichen. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und überlegt, okay, wie gehen wir da ran? Und im Prinzip erzähle ich jetzt so ein bisschen, und ich finde das ganz spannend, auch so ein bisschen was Ähnliches wie das, was Sie in Dresden machen oder das, was Sie in Aachen machen. Wir haben natürlich drei Zielgruppen, um die es eigentlich geht. Es geht natürlich darum, Schülerinnen zu erreichen, die sich für ein Studium interessieren, die besser zu informieren, beraten und zu begleiten. Das heißt, der Ansatz auch ganz klar, es geht nicht darum, einfach nur unsere Studiengänge besser zu vermarkten und die dummen Schülerinnen zu überzeugen, dass sie einfach da nur noch nicht richtig dran gedacht haben, dass sie jetzt mal Maschinenbau studieren sollten, sondern es geht darum, wirklich ernsthafte Studienorientierungsprozesse zu begleiten. Das funktioniert nur, wenn wir auch an unseren Hochschulkulturen arbeiten und uns auch die Hochschulen selber angucken. Und das ist der langfristige Kulturwandel, der ja auch schon Thema war. Den werden wir ganz sicherlich nicht im Projektformat bearbeiten und beenden können, aber er ist trotzdem wichtiger Bestandteil des Projekts. Und der wichtigste Indikator dafür, was uns da gelingt oder nicht gelingt, wo wir stark sind, wo auch nicht, sind natürlich die schon da sind, unsere Studentinnen selber. Das heißt, auch das ist ein Bestandteil des Projekts, sich anzugucken, okay, wie können wir Studentinnen stärken und vernetzen. So, jetzt kamen danach immer ganz viele Fragen zur Finanzierung und Ausstattung, also sage ich es gleich vorneweg. Wir haben eine volle Stelle von der Melanie Schiffner als Fachstelle klischeefreier Studienfachwahl. Wir haben eine 30%-Stelle in der Hochschulkommunikation dabei, wo es wirklich um das Thema geschlechtssensible Hochschulkommunikation geht. Es ist zentral angesiedelt, aber auch das wurde schon gesagt. Das ist natürlich keine Arbeit, die man aus der Zentrale heraus macht oder die man alleine aus der Zentrale heraus macht, sondern es ist eine Arbeit, die aus den Fakultäten und mit den Fakultäten erwächst und eigentlich nur dann sinnvoll ist, wenn da ganz viele Synergien entstehen und wir als Fachstelle einerseits reingehen können, beraten und begleiten können, andererseits Impulse aus den Fakultäten aber auch aufnehmen und stützen können. Das heißt, das ist eine interne vernetzte Zusammenarbeit und das ist vielleicht was Spezifisches für uns gilt, aber für andere Städte auch natürlich auch eine externe Vernetzung. Es gibt wahnsinnig viele Player im Bereich MINT-Bildung, Berufsorientierung für Mädchen etc. pp. Bei uns ganz stark eine der wichtigsten, die Experimente, ein großes Science Center. Und natürlich versuchen wir da Synergien zu nutzen und nicht einfach jetzt als ein weiterer Player auf diesen Markt zu gehen und zu sagen, okay, und wir machen jetzt auch noch was und Mädchen kommen zu uns und nicht zu denen. Das ist natürlich nicht das, was für eine Region sinnvoll ist. Kommen wir zur Projektvorstellung. Jetzt gibt es ein bisschen ähnlichen Ritt. Ich versuche die Sachen nicht so sehr zu doppeln, vielleicht ein paar Sachen exemplarisch rauszugreifen, um zu gucken, wie die Ideen dahinter sind. Auch bei uns gibt es monoedukative Studienorientierungsformate. Mint on Your Mind ist zum Beispiel ein Modell, wo wir gesagt haben, okay, wir schalten unserem Schnupperstudienprogramm, wo es wirklich darum geht, in die Studiengänge zu gehen und mal reinzuschnuppern, ein echtes monoedukatives Studienorientierungsangebot vor und nehmen die Mädchen und Schülerinnen mit und sagen ihnen, geben ihnen was an die Hand, wie sie studieren und probieren, dann im nächsten Schritt für sich besonders sinnvoll nutzen können. Das heißt, auch da wieder zu gucken, wo haben wir eigentlich schon Ressourcen und wie können wir die spezifisch ergänzen. Das wird noch nicht so toll nachgefragt, wie wir das gerne hätten, aber zu den Herausforderungen komme ich später. What About Engineering ist so ein Projekt, was tatsächlich aus den ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten entstanden ist, von den Professorinnen kam, die gesagt haben, ach ja, hey, wir wollen eigentlich das selbstverständlich setzen, dass Frauen MINT machen. Und das ganze Gerede um Frauen und MINT, das hängt uns langsam sonst wo raus, das machen wir jetzt nicht. Wir sind doch die Vorbilder, wir nehmen unsere Studentinnen und wir gehen gemeinsam mit unseren Studentinnen in die Schulen und wir stellen einfach unsere Projekte vor. Und zwar nicht für irgendwelche Frauengruppen, sondern für alle, aber wir als Frauen machen jetzt einfach diese Arbeit und sind einfach präsent. Das heißt, das ist nochmal ein Format, was da ganz anders ansetzt und so arbeitet. Das andere sind, glaube ich, Sachen, die weitgehend schon gesagt worden sind. Girls Day, Girls Day College, natürlich die Beteiligung an anderen Formaten, die es gibt, Studieninfotage und ähnliches, Role Model Projekte. Make It Real ist ein Format von Nicola Marston, den vielleicht viele hier kennen, wo es nochmal um so eine um eine Zielgruppe 10 bis 16 geht, wo auch nochmal die Frage war, okay, wie erreichen wir denn eigentlich Mädchen aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte oder Mädchen, die wir über andere Kanäle und die wir diese klassische Schule- und Elternarbeit nicht so gut erreichen, arbeiten wir mit Jugendzentren zusammen und Ähnlichem. Genau.
Bei den Studentinnen setzen wir eigentlich ganz stark auf das Engagement der Studentinnen selber. Die wollen sich nämlich engagieren, die wollen eigentlich was machen. Da haben wir jetzt eine Studentinnengruppe, dieses Meet Her von Empowerment kommt von denen, von 4 Studentinnen, die sagen, sie wollen sich über die Fakultäten hinweg vernetzen und ein MINT-Studentinnen-Netzwerk aufbauen. Und das machen die auch gerade gemeinsam. WinIT ist wieder andersrum, kam aus der Fakultät, eine Wirtschaftsinformatik-Professorin, die sagt, ja, die studieren zwar Wirtschaftsinformatik, aber die studieren eigentlich lieber Wirtschaft als Informatik, die Frauen, und die haben nicht so Lust auf Programmieren. Und da müsste ich jetzt wirklich was machen, weil wenn die später in den Job gehen, dann sollen die doch auch in die Berufe gehen, wo sie programmieren müssen. Und die dann in ihrem aus ihrem Studiengang heraus so eine Art Gruppenmentoring für Wirtschaftsinformatik-Studentinnen geschaffen hat, wo wir nochmal ganz gezielt gucken, okay, was brauchen die eigentlich, wie vernetzen wir die und wie machen wir die in ihrer fachlichen Identifikation als Informatikerin nochmal stärker und unterstützen und begleiten die. Warum hier nicht zur Berufsorientierung steht, ist ganz einfach. Wir haben ein ganz großes und super starkes Karriereförderprogramm für Studentinnen und da decken wir den MINT-Bereich auch mit ab. Das wird nicht über die Fachstelle gemacht, sondern nochmal separat. Genau, der dritte Teil, das kam viel, wie macht man das denn eigentlich in die Strukturen rein, wie erreicht man denn die Lehrenden, wie erreicht man denn die ganzen Sachen, wo wir eigentlich wissen, dass da eigentlich die Arbeit ist und nicht immer bei der Zielgruppe. Gendersensible Hochschulkommunikation, das läuft super bei uns und der Trick ist ganz einfach, wir haben nicht nur irgendwelche Leitfäden verabschiedet, sondern wir haben die Verabschiedung von den Leitfäden mit Personalressourcen hinterlegt in der Hochschulkommunikation, damit es auch umgesetzt wird. Das heißt, und das ist wirklich einfach was, wo ich immer sagen würde, ja, so muss man das machen. Man braucht einfach eine Stelle, die dann auch darauf guckt, die berät, die bei schwierigen Fragen Lösungen findet und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ein sehr erfolgreicher Projektbaustein. Netzwerkarbeit in die Hochschule hinein würde ich überhaupt nicht unterschätzen. Also dieser Kontakt zu Professorinnen und Professoren, die sich irgendwie engagieren wollen und die dann mit so einer Fachstelle zusammenarbeiten und da in den Austausch gehen und dann wiederum, dann bilden sich irgendwelche Arbeitsgruppen oder so, aber es ist auch diese alltägliche Netzwerkarbeit in die Hochschule hinein, die was verändern kann. Der Rest sind Sachen, die machen sie auch im Bereich Diversity in der Lehre oder MultiplikatorInnen-Schulungen für StudienberaterInnen anzubieten. Das ist was, was wir jetzt in der Planung haben, um in die Institution hineinzuwirken. So, was ist unser Fazit bis jetzt? Wir haben im letzten Jahr angefangen, wahnsinnig viel auch mit den üblichen Corona-Herausforderungen erstmal zu tun gehabt. Aber insgesamt würde ich sagen, das nochmal positiv zu sehen. Ja, die Resonanz ist gut, weil wir es insgesamt gerade in einem Klima sind, wo die Attraktivitätssteigerung von Technik- und IT-Studiengängen insgesamt ein Thema ist. Sodass Initiativen, die sagen, hey, daran arbeiten wir und wenn ihr anfängt, da zu arbeiten, dann bringt das was für alle, eigentlich einen ganz guten Argumentationsraum haben, um da reinzugehen. Das heißt, es wird begrüßt und es gibt nicht diese Widerstände, die man vielleicht vor ein paar Jahren erwartet hätte. Und es gibt ein großes Engagement in den Fakultäten und das ist was, was bei einer Hochschulgröße wie unserer auch tatsächlich dann gut funktioniert, zu sagen, okay, da braucht es manchmal nur ein bisschen Unterstützung aus der Zentrale. Manchmal braucht es sowas wie eine Hiwi-Stelle, manchmal braucht es sowas wie einen Draht in die Verwaltung, manchmal braucht es einfach so ein bisschen Unterstützung in der Projektkoordination oder mal ein Gespräch und ein gemeinsames fachliches Nachdenken, wie man was gut aufziehen könnte, um dann wiederum das Engagement aus den Fakultäten substantiert zu stützen und gleichzeitig das dann auch wiederum mit den anderen Bereichen zu vernetzen, weil eine der großen Herausforderungen ist natürlich diese dezentrale Struktur, sowohl in der Region als auch in der Hochschule selber, dass alle irgendwie MINT-Bildung machen wollen und alle irgendwie Schüler und Schülerinnen gewinnen wollen und man total viel Arbeit damit hat, diese Fäden wieder zusammenzuführen und zu gucken, dass man da wirklich Synergien findet und nicht noch lauter parallele Programme aufbaut, die sich gegenseitig kannibalisieren. Genau, zwei weitere Erkenntnisse sind sicherlich, also monoedukative Angebote sind wichtig, das wurde schon gesagt und eine Erkenntnis von uns ist auch, sie sind nicht nur für die Schülerinnen und für das Thema Berufs- und Studienorientierung wichtig, sondern tatsächlich auch was unsere Studentinnen sich wünschen und einfordern und gestalten. Und genau, wir haben schon viel gesprochen über dieses, ne, wir haben tolle Angebote, wie kriegen wir sie denn an die Personen, für die es doch eigentlich wäre. Ich bin wahnsinnig überzeugt von MINT on Your Mind. Warum wollen denn die Schülerinnen nicht mit uns so eine tolle Studienorientierung machen? Da müssen wir einfach nochmal viel mehr in die regionale Netzwerkarbeit gehen, nochmal viel mehr gucken, mit wem arbeiten wir die da zusammen, um wirklich da Bedarfe besser zu treffen und genau, da einfach noch mehr Reichweite zu erzielen. Das in aller Kürze zu uns. Ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr gedoppelt. Die Folien stehen Ihnen dann ja zur Verfügung. Das wäre wahrscheinlich zur Vernetzung dann auch sehr spannend und sinnvoll, wenn es hier so viele Stellen gibt, die sehr ähnlich arbeiten. Genau, wir würden uns freuen. Danke. Ja, vielen Dank für diesen schnellen Ritt durch die
immer noch vielen spannenden neuen Aspekte. Und ich sehe schon die erste Meldung. Genau, ich bin sehr aufmerksam geworden, als Sie aufgeschrieben haben, eine Checkliste gendersensible oder diversitätssensible Lehre. Und ich wäre total interessiert, da mal drauf zu schauen. Und weil ich einfach denke, also ich merke einfach, ich komme mit bestimmten Unconscious Bias Vorträgen, ich erreiche bestimmte Zielgruppen, ja, die brauche ich aber gar nicht erreichen, weil die wissen eh schon, dass, also dann bekomme ich den Fachbereich Sozialwesen. Das ist total super. Aber die kennen das Problem schon. Die werden nur noch mal mehr sensibilisiert. Aber wenn ich da vielleicht einfach noch mal sagen darf, das finde ich total spannend und ich bin gerade auf der Suche, wie kann ich das denn noch mal so reingeben, damit sie merken, sie können auch etwas tun, damit bestimmte Punkte einfach nicht mehr auftreten. Also es liegt nicht nur an der Zielgruppe, die wollen einfach nicht, das kennen wir. Warum kommen die denn nicht mehr? Ja, die kommen nicht mehr, weil es einfach nicht geht. Die Kultur passt nicht. Und hier wäre halt einfach auch die Frage, kann man diese Checkliste mal sehen? Kann ich die bei Ihnen abfragen? Weil ich habe gerade die Kontaktdaten gesehen. Ich kann Ihnen den Link hier in den Chat stellen. Das ist ganz einfach. Die ist ja öffentlich zugänglich. Wir wollen ja, dass die Leute die finden, auch bei uns an der Hochschule. Ich versuche das parallel, wenn ich das jetzt nicht parallel mit Reden und Nachdenken hinkriege, dann schicke ich Ihnen den Link, den haben viele Hochschulen, haben sowas. Ich glaube, der Trick dahinter ist nicht nur, solche Checklisten zu machen, sondern dann zu gucken, wie kriege ich sie, wie zirkuliere ich das denn dann, dieses Wissen? Weil sonst ist das wie diese Leitfäden für gendergerechte Sprache, die vermodern irgendwo auf der Gleichstellungswebsite. Nee, das geht auch besser, das habe ich schon gemerkt. Ich würde über den Vizepräsidenten gehen und würde versuchen, das anders anzudocken. Und das ist genau das, wo ich beim Onboarding-Programm einfach schon sage, das damit schon einbinden, damit es einfach auch schon bewusst ist, ich kriege die Personen, die kurz vor der Pensionierung stehen, da bin ich ganz ehrlich, ich glaube, da kann ich mir meine Mühe auch sparen. Da bin ich, denen kann ich das geben und sagen, wenn du Fragen hast, komm gerne. Aber da investiere ich meine Energie lieber in die, wo ich wirklich sage, die bleiben noch 30 Jahre und die sind auch offener in der Regel. Wenn Sie die Checkliste jetzt nicht mehr finden, kann ich versprechen, ich kann die auch per Mail noch nachträglich herumschicken zusammen mit den Präsentationen zur Dokumentation, wenn Sie mir die dann schicken. Aber vielleicht finden Sie sie jetzt auch noch. Ich finde die. Ja. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, sowieso, ansonsten ein bisschen später. Sonst hätte ich noch eine Frage. Ist der Boys Day an der Hochschule Heilbronn auch ein Thema mit den Kommunikations- und Tourismusstudiengängen? Also ehrlich gesagt, okay, ja, Tourismus ist ein Studiengang, ich glaube, da haben wir tatsächlich einen Frauenanteil von 93%. Kommunikationsstudiengänge nicht so stark, das ist stärker gemischt. Boys Day war dann vereinzelt eher, wir haben einen Studiengang Sozialmanagement, die dann bei sowas auch mal mitmachen. Aber ansonsten war das bisher bei uns noch nicht so ein großes Thema, einfach weil ja die Notwendigkeit aus der Hochschule heraus erstmal vor allen Dingen in den anderen Bereichen gesehen wurde. Ja gut, es ist einfach eine MINT-Hochschule quasi, so aus der Sicht. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, während Sie mal noch schauen, machen wir dann vielleicht direkt weiter mit, das müsste jetzt der letzte Input sein, Frau Lampe von der Hochschule Ruhr-West. Genau, auch von meiner Seite aus nochmal ein Hallo in die Runde. Ja, ich bin Christina Lampe, ich bin derzeit die stellvertretende Studiengangsleitung für den Frauenstudiengang Maschinenbau bei uns an der Hochschule Ruhr-West. Wir sind im Ruhrgebiet, wir liegen irgendwo zwischen Duisburg, Essen, Oberhausen, kommen aus Mülheim. Wir haben auch noch einen Standort in Bottrop und ich würde jetzt gerne tatsächlich in dem Rahmen einmal den Frauenstudiengang vorstellen und auch ein bisschen von unseren Erfahrungen berichten. Das geht alles eigentlich auch wieder in dieselbe Richtung. Es ist noch ein zusätzlicher Ansatz, der sich direkt daran bindet, dass wir halt wirklich die Schülerinnen in den Studiengang holen wollen, in den Maschinenbau holen wollen. Und wir fassen im Endeffekt zwei Klischees an. Wir fassen zum einen einmal das Klischee an, Männer und Technik, nur das geht. Nein, nicht nur das geht. Und wir fassen das Klischee an, Bildmaschinenbau im Sinne von Öl verschmiert, mit Helm, in der Halle, mit Riesenanlagen, nur Autos am Schrauben. Diese beiden Klischees fassen wir so ein bisschen mit dem Frauenstudiengang an oder das, da wollen wir ran. Ich würde jetzt gleich einmal uns kurz vorstellen, den Frauenstudiengang vom Prinzip her und was so unsere Elemente und unsere Ideen dahinter sind und auch ein bisschen was zu den Zahlen erzählen.
Ich habe es eigentlich gerade schon erwähnt. Also eigentlich, Frau Dorsche ist Studiengangsleiterin für den Frauenstudiengang. Sie ist derzeit in Elternzeit, deswegen vertrete ich. Ich habe den Studiengang mit ihr zusammen aber auch aufgebaut. Also ich bin auch von Anfang an dabei gewesen. Und deswegen kann ich Ihnen hoffentlich auch alles dazu erzählen, was Sie irgendwie daran interessiert. ja, vom Prinzip her, wir haben uns Gedanken damals dazu gemacht. Also 2018 ist ja das erste Mal angelaufen im Wintersemester. Also wir sind jetzt schon in der vierten Runde gerade und starten bald in die fünfte. Und wir haben uns für den Maschinenbau damals entschieden, weil es einfach viel zu wenig Frauen oder der größte technische Studiengang in den Ingenieurwissenschaften bei uns ist, der wirklich den geringsten Frauenanteil hat. Ich selber habe auch Maschinenbau studiert, also ich weiß, wovon ich spreche. und ja, also prinzipiell ist es auch so, dass man einfach feststellt in der Industrie, dass die Teams immer noch logischerweise aufgrund schon alleine der wenigen Studentinnen, die es gibt, demnach sind noch weniger Frauen oder die Frauen halt verteilt auf all diese Firmen in der Industrie sind einfach sehr gering, die Anzahlen. Heißt, die Teams sind sehr männlich geprägt und dadurch auch so ein bisschen, ja, die Sicht männlich sehr geprägt. Und ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass heterogene Teams immer Vor- und Nachteile haben, aber vom Prinzip her immer voneinander profitieren können. Und es ist einfach so, dass es eine andere Arbeitsweise in einem heterogenen Team ist, unabhängig davon, wie, also heterogen und divers, komplett gemischt. Je mehr Perspektiven irgendwie mit einbeziehen werden können, desto besser. Und ja, das gilt für verschiedene Bereiche, klar. Und ja, das Thema Maschinenbau, dass wir den nicht nur in der alten Variante irgendwie darstellen wollen, sondern auch die kreative, moderne Seite daran zeigen wollen, haben wir uns auch irgendwie auf die Fahne geschrieben. Versuchen auch das im Rahmen des Frauenstudiengangs sowohl in der Bewerbung und der Vermarktung als auch wirklich im Studiengang selbst da einen Fokus drauf zu haben, dass wir eben aufpassen oder dass es halt sehr, sehr viele Bereiche sind, die abgebildet werden und dass wir auch viel in den modernen Bereichen machen, in den Modulen selber. Ja, der Punkt, es gibt zahlreiche Projekte, haben wir alle festgestellt und wir fragen uns alle, inwieweit ist das messbar? Messbar ist es eigentlich so aktuell gar nicht und wenn man irgendwie sieht, dass die Zahlen steigen, dann kann man es nicht auf ein bestimmtes Projekt, eine bestimmte Initiative zurückführen. Wir wollen damit jetzt einfach nur noch eine weitere Initiative schaffen, einfach den Frauen, die unterschiedliche Beweggründe für den Frauenstudiengang haben, also sehr unterschiedlich, da komme ich gleich auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, denen im Endeffekt einfach einen weiteren Einstieg zu ermöglichen und das auch einfach so zu sehen, dass es eine andere oder eine zusätzliche Variante ist, die verschiedene Vorteile hat. Da würde ich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Dankeschön. Also, was ist unser Ziel? Was soll der Frauenstudiengang überhaupt leisten? Aufgrund basierend darauf, was wir gerade festgestellt haben oder zusammengefasst haben. Also, unser Hauptziel ist es, wir wollen mehr Studentinnen im Bereich Maschinenbau gewinnen. Wir wollen also mit dem Frauenstudiengang einfach weitere Ingenieurinnen ausbilden. Wir wollen damit die Minderheitensituation verbessern im Maschinenbau. Und ja, prinzipiell bezogen auf unsere Zielgruppe wollen wir den Frauen einfach ein verstärktes Bewusstsein für ihre eigenen Fähigkeiten schaffen, weil es einfach tatsächlich oft so ist, dass die Studentinnen sich sehr unterschätzen in ihren Fähigkeiten und wir einfach da versuchen, wirklich auch denen immer wieder bewusst zu machen, dass sie das mindestens genauso gut können und in keinerlei Situation irgendwelche Abstriche haben sollten oder denken sollten, dass sie die hätten. Ja, und vom Prinzip her haben wir unseren Fokus auch sehr auf der Thema ja, Persönlichkeitsentwicklung und auch dem Bereich, dass wir im Endeffekt unsere Studentinnen insoweit irgendwie unterstützen wollen, dass wir sie noch stärker machen wollen. Also wir haben ein sehr umfangreiches Begleitprogramm, wo wir einfach so ein großes Soft-Skill-Package haben, dass wir einfach sagen, jeder, der Interesse hat, sich noch in bestimmten Bereichen noch weiter zu vertiefen, dass wir da einfach gewisse Möglichkeiten schaffen. So. Ja, prinzipiell sieht das Ganze dann so aus, dass wir, das ist natürlich auch schon alleine der Zielgruppe geschuldet, dass wir recht kleine Gruppen und demnach auch kleine Lerngruppen haben. Wir versuchen zumindest eine offene Lernatmosphäre zu haben, heißt im Sinne von
auch wenn man nicht von Anfang an irgendwie mit in der Werkstatt stand und geschraubt hat oder irgendwie diesen Zugang hatte, dass das Umfeld sehr ingenieurslastig geprägt war oder ähnliches, sondern aus einem ganz anderen Bereich kommt, damit gar nichts zu tun hatte, dass man auch in dem Rahmen ganz offen in diesem Studiengang studieren kann und seine Erfahrungen machen kann und sammeln kann. Wir haben viel Praxis integriert. Wir haben in unserem Begleitprogramm, das werde ich gleich auch mal kurz sagen, auch deutlich mehr Exkursionen als in dem gemischten Studiengang, in dem koedukativen Studiengang, weil wir einfach sagen, das ist was, das wollen wir anbieten. Wir haben auch in den Praktika sehr, sehr kleine Gruppen, damit einfach die Möglichkeit besteht, dass wir da sehr individuell eine Chance bieten, dass jeder sich im Endeffekt da reinarbeiten und reinfuchsen kann, ohne über irgendwas anderes nachzudenken, einfach nur fachlich sich damit beschäftigen kann. Und ja, unser Begleitprogramm bietet vor allem auch in dem Bereich Netzwerken seine Säulen. Also ich würde da jetzt tatsächlich einmal prinzipiell auf die nächste Folie springen. Da müssten wir ein bisschen es kommt gleich dann, Entschuldigung, ich habe es dann nur einmal angepriesen. Erstmal vielleicht allgemein der Studienverlauf. Also vom Prinzip her fahren wir nicht einen gesamten Frauenstudiengang, sondern prinzipiell haben wir, das ist das sogenannte Y-Modell, 4 Semester wirklich rein Frauenstudiengang, Frauen unter sich. Und ab dem 5. Semester führen wir die beiden Studiengänge monoedukativ und koedukativ zusammen, weil wir es einfach wichtig fanden, nicht komplett zu separieren, sondern, ich meine, so ist es später auch, wir sagen, wir wollen heterogene Teams, die sollen in heterogenen Teams arbeiten, denn genau das ist der Benefit daran. Also müssen wir sie auch zusammenführen, das ist auch unser Plan. Wir wollen im Endeffekt den Einstieg etwas von der Atmosphäre anders schaffen und haben ja auch dadurch dann geschafft, dass es halt nicht nur eine Frau unter vielen Männern ist, sondern dass wir schon alleine durch den Frauenstudiengang mit den Frauen, mit denen wir starten, wenn wir da ins 5. Semester wechseln, ja auch da schon eine deutlich höhere Anzahl an Frauen haben und die nicht mehr in so einer extremen Minderheit sind wie im koedukativen Studiengang. Wobei man an der Stelle tatsächlich auch sagen muss, seit wir den Frauenstudiengang haben, ist auch jedes Jahr die Anzahl der Frauen im gemischten Studiengang tatsächlich deutlich gestiegen, da wir einfach auch den Maschinenbau und die Hochschule in diesem Zusammenhang natürlich mehr promoten und demnach auch da tatsächlich höhere Zahlen bei den bei dem weiblichen Geschlecht verzeichnet haben. Prinzipiell schließen sie demnach auch ganz normal den Maschinenbau mit einem Bachelor of Science im Maschinenbau ab. Das, was sich unterscheidet, ist also, prinzipiell achten wir darauf, dass wir komplett die gleichen Inhalte, die gleichen Prüfungsformen und ich sage mal so zu, ich würde jetzt mal schätzen, 70% auch die gleichen Lehrenden haben in den Modulen. Das ist eine riesen Ressourcenaufgabe, die wir da irgendwie zu meistern haben. Wir fanden das aber wichtig, damit wir es 1:1 vergleichbar auch haben, damit niemals irgendwie so eine Bemerkung wie Leitvariante oder ähnliches kommt. Dafür hatten viele unterschiedliche Institutionen am Anfang Angst. Das ist es absolut nicht und das haben wir auch recht schnell erfahren, dass alle irgendwie die Leistungen der Studentinnen tatsächlich sehr schnell gespürt haben und so wie wir es auch aufgezogen haben, stand das, während es dann anlief, nie mehr zur Diskussion. Das war uns wichtig an der Stelle. Und ja, wir haben im Endeffekt, wir machen didaktisch ein bisschen mehr. Das liegt aber auch daran, dass wir einfach kleine Gruppen haben und demnach in den kleinen Gruppen didaktisch deutlich mehr Methoden anwenden können als in einer riesengroßen Vorlesung. Und dann würde ich jetzt aufs Begleitprogramm einmal switchen. Das ist so ein bisschen der Stern unseres Studiengangs, würde ich mal sagen. Also prinzipiell geht es darum, dass wir zum einen, das habe ich eben gesagt, durch verschiedene Workshops schauen, dass wir die Soft Skills der Studentin einfach erweitern und dass sie sich persönlich einfach weiterentwickeln können, ob es von Präsentationstechniken über Rhetorikkurse oder aber auch über sowas wie Konfliktmanagement, Selbstbehauptungen. Was haben wir noch mit drin? Also wir haben da tatsächlich ein recht breites Spektrum an Workshops. Wir haben, das zeige ich gleich einmal, verschiedene Phasen, die wir da irgendwie über die Semester aufgebaut haben. In diesen Phasen liegen dann Workshops, Gastvorträge, wir haben Exkursionen, die wir anbieten. In diesem ganzen Netzwerkbereich und dem Mentoring haben wir auch tatsächlich Frauen aus der Industrie, auch die Role Models, die wir demnach hier auch einbinden. Das machen wir im Rahmen des Begleitprogramms. Und der Fokus ist, gemeinsam sich irgendwie auch weiterzuentwickeln.
So, das wäre das sogenannte Phasenkonzept. Also wir haben halt tatsächlich je Semester, wir sind jetzt in den ersten 4 Semestern monoedukativ unterwegs. In den ersten 4 Semestern ist das Begleitprogramm demnach auch wirklich nur für den Frauenstudiengang geöffnet. Prinzipiell ist es so, dass wir das so handhaben, dass auch die Frauen aus dem koedukativen Studiengang an den Workshops teilnehmen können, weil es einfach darum geht, generell, wir fassen halt auch so ein bisschen, es ist einfach oft noch so, dass viele Vorurteile wirklich auch in der Industrie selber vorherrschen. Ich selber habe das auch schon an verschiedensten Punkten gemerkt und die wollen wir im Endeffekt auch angehen und wollen schauen, dass wir die Studentinnen auch rechtzeitig damit konfrontieren und schauen, wie wir da argumentativ am besten mit umgehen können. Wir wollen sie halt wirklich im Endeffekt mit so einer Art Werkzeugkoffer ihnen diesen mitgeben und an die Hand geben, dass sie einfach wissen, wie sie am besten umgehen, hinterher auch nach Abschluss des Studiums. Und die Schwerpunkte legen dann die Workshops fest. Also in dem ersten Semester haben wir sowas wie Studienorientierung, da haben wir auch sowas wie Präsentationstechniken und Co. mit drin. Dann haben wir einen Schwerpunkt Selbstbehauptung, wo es wirklich um diese ganzen Selbstbehauptungsworkshops geht, um die ganzen Diskussions-Argumentationsworkshops. Wir haben noch einen Schwerpunkt, wo es um die Industriekontakte geht, wo wir zum einen halt die unterschiedlichen Berufsfelder aufzeigen und dann aber auch tatsächlich, und das ist der Punkt, zum Beispiel im 5. Semester bieten wir noch sowas an wie Vorbereitung aufs Berufsleben. Und da haben wir auch Workshops, wo wir Sachen angehen wie Gehaltsverhandlungen und Ähnliches, dass wir einfach da versuchen, so gut es geht, auch irgendwie noch weitere Angebote zu schaffen, die in der Regel tatsächlich auch sehr gut angenommen werden. Hier habe ich nochmal einen Ausblick aufgelistet und zwar werden wir in diesem Wintersemester mit einem Zertifikatsprogramm für Schülerinnen starten. Dabei geht es darum, dass wir Schülerinnen ab der 10. Klasse im Endeffekt auch kombiniert mit unserem Schnupperstudium zusammen an die Hochschule holen wollen. Das sind dann es geht insgesamt ein Jahr. Und die Schülerinnen kriegen am Ende ein Zertifikat darüber ausgestellt. Sie haben 6 Nachmittage, wo sie an unterschiedlichen Zeitpunkten zu verschiedenen fachlichen Workshops bei uns teilnehmen können. Dann haben wir das Schnupperstudium mit integriert. Wir haben Expertinnengespräche mit Studentinnen und sowas dabei. Also tatsächlich einmal ein Package komplett nur für Schülerinnen, wo sich auch nur 5 Schülerinnen darauf bewerben können, weil das eine kleine Runde sein soll, dass wir wirklich intensiv mit denen gemeinsam das durchführen können. Und das wird jetzt im Winter das erste Mal starten. Ich bin sehr gespannt, wie das anlaufen wird. Wir gucken mal. Und da wollen wir im Endeffekt auch die Schülerinnen mit den Studentinnen kombinieren. Also da gibt es auch Formate, dass teilweise Workshops mit den Studentinnen in den Schulen stattfinden. Und da war es uns einfach wichtig, dass wir unsere Studentinnen irgendwie auch integrieren und dass wir gleichzeitig auch den Schülerinnen die Möglichkeit geben, an dem Begleitprogramm, was wir ja sowieso machen, auch teilweise teilhaben zu lassen, um das einfach auch schon für Schülerinnen in den Punkten, wo es sinnvoll ist, zu öffnen. Eine Folie bitte weiter. Dankeschön. Prinzipiell ist es so, wir sind sehr viel im Austausch mit unseren Studentinnen und ich würde sagen, so über die letzten Durchgänge ist eindeutig der Konsens, dass der Studiengang vor allem auch gewählt worden ist aufgrund der kleinen Gruppen und dieser offenen Lernatmosphäre. Es waren einige dabei, die beispielsweise im Rahmen von Ausbildung oder Ähnlichem schon auch diese Erfahrung gemacht haben, dass sie irgendwie eine einzelne Frau in dem Betrieb sind und dass sie merken, das hat Vor- und Nachteile und einfach mal Lust hatten auf eine andere Variante. Viele wählen den Frauenstudiengang wirklich aufgrund dieser Netzwerkaktivitäten, die dann in dem Begleitprogramm irgendwie bei uns angesiedelt sind, aber die gleichzeitig natürlich auch aufgrund der kleinen Gruppen automatisch irgendwie zustande kommen. Unsere Studentinnen, das ist ein sehr anderes Lehren im Frauenstudiengang. Also ich lehre sowohl im koedukativen Studiengang als auch bei uns bei den Frauen. Ich habe die Mathe und die Mechanik und auch die Projektarbeit und es ist echt spannend. Bei den Frauen ist es so viel, also das muss man einfach sagen, so viel kommunikativer. Klar, es sind kleine Gruppen, man hat viel mehr Einblicke, aber
Die Frauen sind halt wirklich, also die Studentinnen sind eine Einheit. Die kommen am Anfang an, die fangen an, die bilden eine WhatsApp-Gruppe, die stehen alle gemeinsam vorm Hörsaal, die gehen alle gemeinsam in die Mensa essen, die treffen sich regelmäßig gemeinsam außerhalb der Uni. Also das ist so unfassbar. Das haben wir über jeden Durchgang hinweg. Sowas habe ich noch nie erlebt. Also das ist echt irre. Und das ist wohl auch das, was die Studentinnen auch vorab sehr am Frauenstudiengang schätzen und warum sie den Frauenstudiengang wählen. Diese Gemeinschaft ist tatsächlich ein Punkt, der denen sehr am Herzen liegt. Nächste Seite bitte einmal. Ja, jetzt kommen wir zu den Zahlen. Das ist wahrscheinlich, jetzt stellt sich jeder die Frage, wie viele Leute haben wir denn da so? Tatsächlich, wir haben jetzt hier einmal in den Durchgängen die Bewerbungen und die Einschreibungen gegenübergestellt und Sie sehen, dass tatsächlich die Zahlen deutlich auch jetzt schon zurückgehen. Also wir befinden uns wirklich tatsächlich immatrikuliert und vor Ort teilnehmend. Das ist tatsächlich auch so, dass unsere Einschreibungen in der Regel fast zu 100% die Leute sind, die auch vor Ort wirklich teilnehmen. Aber auch hier haben wir einen Rückgang zu verzeichnen und Sie sehen jetzt, wir befinden uns immer so zwischen normalerweise 10 bis 15 Personen. Ich glaube, dieses Jahr oder also jetzt Wintersemester 21 hat man auch einfach Corona jetzt auch noch mit dabei gehabt. Also klar, wir können nie genau differenzieren, welche Gründe das hat. Aber ich vermute, dass das halt auch, wir haben überall bei uns in den Studiengängen tatsächlich einen Rückgang letztes Wintersemester verzeichnet, deutlich. Von daher werden wir da ebenfalls runterfallen. Und ja, der Punkt ist einfach, wie machen wir weiter? Also zum einen, wir versuchen halt immer aus den Erfahrungen unserer Studentin zu lernen und sehr, sehr, sehr viel im Austausch versuchen irgendwie zu schauen, wie können wir noch weitere neue Anreize schaffen? Und ein Riesenpunkt ist halt auch bei uns die Vermarktung. Also wie kriegen wir den Frauenstudiengang irgendwie in die Köpfe der jungen Frauen, die oder der Studenten, der potenziellen Zielgruppe, die einfach in den Schulen hauptsächlich unterwegs ist, ist einfach schwierig. Also wir haben auch zig Schulkontakte mit MINT-Koordinatorinnen und mit den Mädchengymnasien und Co. Aber bisher scheinen die Formate, die wir so wählen und auch die Vorträge in Summe nicht die Wahl zu sein. Oder das, also wir versuchen immer so zu reflektieren, ja, okay, wie viele Leute kommen denn über die Schulen wirklich? Also wir wissen von unseren Studentinnen auch, woher die kommen. Und die meisten, das ist halt, da kann ich auch direkt nochmal was zu sagen, da gibt es auch zig Studien zu. Und das ist tatsächlich auch so bei uns, fast alle Frauen haben entweder Vater, Mutter oder Freund, also irgendwie im nächsten Umkreis jemanden, der Ingenieur ist, diejenige, die Ingenieurin ist. Die allerwenigsten kommen aus einem ganz anderen Bereich, wo niemand damit zu tun hat. Teilweise sind es tatsächlich dann auch noch Kinder von Lehrern, die das tatsächlich über die Schule dann einfach mitgetragen haben. Aber wir erreichen gar nicht diejenigen, die vielleicht so ein bisschen mathematisch, naturwissenschaftlich angehaucht sind, aber in diesem Rahmen kein Umfeld haben. Da sind wir auch dran, dass wir einfach versuchen, hier irgendwie zu schauen, wie kommen wir an diese Zielgruppe dran. Das ist ein Riesenpunkt, dass wir kämpfen und kämpfen und gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Aber das Problem haben wir, glaube ich, alle. Wie vermarkten wir das vernünftig und wie kriegen wir das an die potenzielle Zielgruppe ran? Gerne einmal die nächste Seite noch. Ja, also prinzipiell einmal, in der Folie steht ein bisschen provokativ, Ziel erreicht. Also die Frage ist, unser Ziel ist, mehr Frauen für den Maschinenbau zu begeistern und zu generieren. Und ja, prinzipiell ist es so, klar haben wir, wenn man das zahlentechnisch sehen möchte, wir hatten vorher immer so um die 3 bis 4 Frauen bei 120 Studierenden im koedukativen Studiengang. Das heißt, ja, wir haben unsere Zahlen mindestens verdoppelt. Aber tatsächlich ist es auch so, dass nicht nur durch die Studentinnen im Frauenstudiengang, sondern wie auch schon eben angesprochen, die Studentinnen im koedukativen Studiengang, die Anzahl ist auch deutlich nach oben gegangen, was tatsächlich einfach auch, glaube ich, dieser Präsenz ein bisschen zu Schulden kommt. Das ist immer ein laufender Prozess. Wir werden immer wieder schauen, dass wir versuchen, so gut es geht, Erfahrungen einzuholen und zu gucken, dass wir irgendwie an die Zielgruppe weiter und besser mit vielleicht noch passenderen Formaten rankommen. Was man noch an der Stelle sagen muss, das hatten wir nie so aktiv auf dem Schirm. Es war am Anfang natürlich ein super kontroverses Thema bei uns auch intern an der Hochschule.
selbst auch bei uns am Institut, also es war schon immer so, dass man immer begründen musste, warum muss man den Frauenstudiengang jetzt oder warum plant man diesen Frauenstudiengang zu machen, und man musste immer wieder an jeder Stelle rechtfertigen. Das ist auch bis heute oft noch so, aber institutsintern hat sich super viel getan. Also da ist die Akzeptanz tatsächlich deutlich gewachsen, dadurch, dass wir es gemacht haben und im Endeffekt alle gesehen haben, es kommen mehr Frauen, es funktioniert ganz normal, es funktioniert auch der Übergang in den koedukativen Studiengang super. Da haben wir uns am Anfang auch total den Kopf gemacht, so, klappt das, wie können wir unterstützen? Ja, das klappt ganz normal, warum sollte es auch nicht klappen? Ja, also das ist... Wir haben in unserer Belegschaft, das heißt bei den Professoren, bei den Lehrkräften, bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern, wir haben überall tatsächlich viel mehr Frauen seitdem. Also ich meine, wir reden jetzt von 4 Jahren. Und am Anfang hatten wir, glaube ich, eine Professorin und eine Mitarbeiterin. Und jetzt haben wir, ich glaube, 10 Professorinnen und insgesamt 6 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, also auch da hat sich ein bisschen was getan. Wir können zwar nicht sagen, das ist jetzt 100% der Frauenstudiengang, aber es ist schon so, dass jahrelang da nichts passiert ist und genau zu dem Zeitpunkt da jetzt auch wirklich eine ein bisschen offenere Kultur herrscht. Auch intern ist es so, wir waren, muss man einfach an der Stelle sagen, bei uns am Institut immer sehr konservativ eingestellt, sind wir in vielen Dingen auch immer noch, so in Summe. Und auch das hilft, also tatsächlich auch da merkt man einfach eine viel offenere Stimmung einfach bei unserem Institut. Und auch damit haben wir so gesehen ein bisschen ein Ziel erreicht, dass wir intern auch dadurch einfach positiven Rückhalt erhalten. Ja, unser Plan ist weiterhin irgendwie den Frauen diesen anderen Einstieg in den Maschinenbau zu gewährleisten. Wir wollen schauen, wie wir das aufziehen. Wir wollen schauen, wie wir es irgendwie schaffen, die Zahlen mal ein bisschen weiter nach oben zu bringen. Das ist halt nur einfach mal eine sehr kleine Truppe und es sind, das muss man einfach an der Stelle sagen, sehr, sehr viele Ressourcen, die da reingehen. Und ja, wir wollen schauen, also für mich ist es ein Erfolg. Also ich sag mal, wenn wir von 10, 15 Studentinnen sprechen, die vorher nicht da waren und die haben wir jedes Jahr aufs Neue, dann ist es einfach schon ein deutlicher Erfolg. Aber es ist halt trotzdem so, dass wir halt einen Studiengang für 10, 15 Studentinnen haben. Ist kapazitär einfach schwierig, muss man sagen. Ja, das war's dann. Erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hier der QR-Code ist falsch in der PDF-Datei. Wir haben noch eine Landingpage, also losgelöst von unserer Hochschulseite, wo wir wirklich den Frauenstudiengang an sich mit all seinen Benefits mal komplett präsentieren. Wenn Sie Interesse haben, gucken Sie sich das gerne mal an. Und ansonsten freue ich mich jetzt auf Fragen und Diskussionen, auch wenn wir jetzt schon deutlich über der Zeit sind. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich sehe sogar schon die ersten Meldungen. Dann starten wir doch mal direkt, Frau Bianchin. Ja, super. Vielen Dank für die spannende für den spannenden Vortrag. Ich habe natürlich gleich eine böse Frage zu den Ressourcen. Das interessiert mich einfach mal, weil ich stelle mir gerade vor, dass ich einen Studiengang hier mit 15, mit 7 bis 15 Personen, da reißen sie mir den Kopf ab. Also muss ja. Ich einfach sagen, ja. Ich bin dankbar für die Zahlen. Es ist super. Ich finde das ganz toll. Ich gehe überall hin mit. Alles ist perfekt. Aber Ja, ist bei uns auch schwierig tatsächlich. Also unser Ziel sind eigentlich immer so die 30 zu erreichen, damit wir es irgendwie argumentiert bekommen, ist schwierig. Wir haben aber tatsächlich auch, zu unserem Glück, wenn man so möchte, wir haben auch andere Studiengänge, die so neuere Studiengänge, die gleiche Zahlen haben, was uns ein bisschen hilft, wenn man ehrlich ist. Und man muss an der Stelle sagen, es ist auch so, dass die Hochschule das schon sehr supportet und sich das auch auf die Fahne schreibt, dass wir sind der einzige Frauenstudiengang Maschinenbau, den es gibt in Deutschland. Es gibt einige zur Informatik, es gibt einen in der Elektrotechnik, aber im Maschinenbau gibt es keinen. Und das ist was, was die Hochschule sich auch so ein bisschen mit auf die Fahne schreibt, wodurch wir dadurch einfach auch Glück haben, mehr Support zu kriegen. Aber wie das wirklich in Zukunft auf wirklich ganz lange Sicht aussieht, keine Ahnung. Also derzeit ist es so, die Stellen sind da, die Professuren sind da. Wir haben insgesamt 4 Professuren, 4 volle Professuren dafür erhalten. Wir haben
einen vollen Mitarbeiter unbefristet, den wir tatsächlich nur für die Koordination haben. Und ja gut, wir werben immer wieder Mittel ein für weitere Unterstützung, für weitere Vimis, die dann halt befristet sind. Das ist dann auch immer wieder ein aktives Mittel beantragen. Aber es sind schon Grundstrukturen geschaffen, wo wir echt Glück haben, dass wir die haben. Ja, vielen Dank. Frau Welter. Ja, vielen Dank für den Input. Wenn ich mir jetzt die Zahlen angucke, also die Jahre, dann müssten es ja jetzt Absolventinnen geben aus dem Studiengang. Wie sind denn die Erfahrungen in der Wirtschaft? Also, ja, wir sind tatsächlich gerade im sechsten Semester sind unsere Studentinnen. Also die, wir haben Praxissemester starten die gerade und demnach Absolventin haben wir noch keine. Von daher, wir sind auch gespannt. Die Frage muss ich also noch hinten anstellen. Okay, danke. Dann habe ich hier Frau auf der Liste. Ja, danke schön. Ich habe ja vorhin mal was gefragt nach Rechtfertigung und lohnt sich das und macht das Sinn und so weiter und so fort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Frauenstudiengänge sind aus meiner Perspektive, und ich gucke da schon extrem lange drauf und auch international, eine der wenigen Maßnahmen, die tatsächlich zu Erfolgen führen. Also Sie haben es ja gesagt, einerseits wird der Anteil der Studentinnen in einem wirklich frauenarmen Fach erhöht. Und ich meine, Maschinenbau, Sie haben es ja gesagt, da studieren 2 oder 3. Also dann sind 6 tatsächlich eine Verdopplung. Also das finde ich auch gerade immer vor dem Hintergrund der Ressourcen, wo gefragt wird, rechtfertigt das den Einsatz der Ressourcen? Ja, das tut es. Wenn wir es prozentual sehen, auf jeden Fall. Ja. Alles andere wird auch immer prozentual gesehen. Ja. Also das muss man in der Diskussion, finde ich, wirklich klar ziehen. Also wenn man um Hochschulressourcen feilschen muss, muss man auch mit denselben Waffensystemen aufeinander sozusagen treffen. Und sonst wird auch immer prozentual gerechnet. Oh, wir haben die Publikationen um 100% gesteigert. Ja, toll. Ja, aber die Studentin im Maschinenbau 100% soll plötzlich wieder runtergerechnet werden. Nein, finde ich nicht. Und ich finde auch, das ist eine sehr deutsche Debatte, weil im angloamerikanischen Hochschulsystem ist das total normal. Da gibt es ganze Frauencolleges und sehr, sehr viele, sehr, sehr erfolgreiche Frauen im internationalen Kontext waren auf solchen Frauencolleges. Aus gutem Grund sind sie deswegen erfolgreich. Also bin ich von überzeugt. Deswegen, also wenn Sie da Legitimationsprobleme haben, ich finde, die kann man wirklich, denen kann man wirklich sehr, sehr gut begegnen. Und ich wusste gar nichts von diesem Studiengang und finde den großartig und würde Sie da wirklich bestärken wollen, machen Sie das bloß weiter und lassen Sie sich da nicht die Butter vom Brot nehmen. Ich habe aber auch eine kleine Frage noch, die mir gekommen ist während des Inputs, und zwar die Frage nach Frauen, Studentinnen möglicherweise mit Migrationshintergrund, für die ja vielleicht so ein spezieller Studiengang mit Begleitprogramm und kleinen Gruppen und so weiter nochmal doppelt positiv wirken könnte, stelle ich mir jetzt einfach mal so vor. Und wenn ich höre, Sie sind im Ruhrgebiet, ist ja auch diese Zielgruppe vielleicht dort vorhanden. Und deswegen wäre meine Frage, ob Sie da sozusagen auch viele oder Studentinnen mit Migrationshintergrund haben, die davon gut profitieren können. Tatsächlich ganz normal verteilt. Ja. Also ganz normal verteilt. Okay. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Dann ist das so. Ja. Es ist ja offen für alle. Und ja, wir haben am Anfang auch gedacht, dass das vielleicht eine erhöhte Zielgruppe sein könnte, aber scheint nicht besonders attraktiv dafür zu sein. Gut, dann wäre jetzt Frau dran mit einer Nachfrage. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich jetzt hören. Ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass, weil ich jetzt so gehört habe, ab dem 5. Semester sind die sowieso auch wieder zusammen, dass es sozusagen auch sehr sinnvoll ist und hilfreich ist, wenn man so eine Eingangsphase macht, wo man ganz speziell die Frauen quasi adressiert und ihre Bedürfnisse oder einfach ihre Kultur unhinterfragt einfach auch fördert und unterstützt. Jetzt frage ich mich auch, was denken Sie, wie lange
es vielleicht sozusagen minimal braucht, dass diese Studentinnen wirklich gut an der Hochschule in ihrem Fach angekommen sind, sodass dann vielleicht schon ab dem dritten Semester vielleicht eine Verbindung oder eine Verknüpfung möglich sein könnte. Das wäre jetzt so eine Frage. Ja, also prinzipiell ist es so, dass wir tatsächlich auch schon beispielsweise im zweiten Semester waren der Projektarbeit die Studentin zumindest mit den Frauen aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieur, Maschinenbau beispielsweise zusammenbringen, weil wir einfach sagen, wir wollen auch da schon interdisziplinär arbeiten. Aber ich glaube, also wir haben am Anfang diesen Rahmen gelegt, weil wir gesagt haben, das braucht irgendwie einen Einstieg, damit es auch wirklich, damit man diesen Gedanken auch haben kann, 4 Semester wirklich nur Frauen. Und wenn man es nur 2 Semester hat, hatten wir uns so ein bisschen Sorge gemacht, dass das vielleicht nicht ausreicht und dass es einfach diese Zeit braucht, bis sie gemerkt haben, hey, wir sind genauso gut, wir können das genauso gut. Dazu muss man jetzt auch wieder sagen, man kann das auch da nicht pauschalisieren. Die meisten Studentinnen kommen gar nicht mit dem Gedanken, ich habe gar nicht so viel Praxiserfahrung oder ich habe mit dem Thema nicht so viel zu tun, weil die gerade aus diesem Kontext halt auch irgendwie kommen, habe ich ja eben schon erwähnt. Und dadurch ist es so, dass wir, glaube ich, eigentlich schon viel eher zusammenführen könnten. Und die Studentinnen, die halt kommen, aufgrund der kleinen Gruppen, die machen das halt auch, weil ich sag mal so Grundlagenfächer wie die technische Mechanik oder so, das ist halt natürlich auch schön, wenn man da in einer kleinen Gruppe sitzt und ich sag mal fast eine 1:1 Betreuung hat vor Ort, ist eine ganz andere Art zu lernen. Und das ist natürlich, also den Benefit, den würde ich auch mitnehmen, wenn ich die Chance gehabt hätte, unabhängig davon, ob es darum geht, dass man nicht eher schon zusammenfügen könnte oder nicht. Und ich glaube, wenn man sich für diesen Rahmen aufgrund dessen entscheidet, dann ist es natürlich auch schön wahrscheinlich, wenn man das einen gewissen Zeitraum über die Grundlagen so hat und dann hinterher zusammenfügt. Weil das Zusammenführen an sich, also da gibt es gar kein Problem. Also von daher würde ich sagen, kann man das prinzipiell auch eher tun. Die Frage ist nur, nimmt man sich damit den Punkt, warum die Studentin hauptsächlich diesen Studiengang wählen, nimmt man den so ein bisschen da zu früh raus? Das ist so ein bisschen die Frage an der Stelle, würde ich sagen. Ja, ich überlege mir halt, wie man sozusagen ihre Erfahrungen auch so ein bisschen integrieren könnte in ein Programm, wo man nicht explizit so einen Frauenstudiengang hat, weil das natürlich schon eine sehr aufwendige und ressourcenzehrende Sache ist. Und vielleicht kann man diesen Benefit aber auch oder diese Idee dahinter oder ja, und auch das, was man damit einfach gut fördert, auch in schon bestehende Programme integrieren. Also zum Beispiel auch das Begleitprogramm könnte ich mir gut vorstellen, dass das irgendwie sehr hilfreich ist oder so. Und ja, wenn man das dann nochmal speziell kommuniziert, kriegt man vielleicht auch so ein bisschen so einen Frauenstudiengang Light hin. Also nicht im Studium, also das Fach Light, sondern einfach so dieses Modell sozusagen. Das war mein Gedanke. Ich würde sagen, das nehmen wir als Inspiration mal mit. Ach, Frau Bianchi, Sie wollten noch was sagen. Will nicht das Wort abschneiden. Ich wollte genau daraufhin ganz schnell noch was sagen. Wir haben so ein Netzwerk bei uns im Maschinenbau, das heißt ConnectING. Da vernetzen sich sozusagen die Maschinenbaustudentinnen und machen genau sowas. Die haben Exkursionen in Unternehmen, die haben Rhetorikkurse, Netzwerkveranstaltungen, auch über die Semester, verschiedenen Semester hinweg. Wir haben auch nie bloß 2, also wir haben deutlich mehr Studentinnen im Maschinenwesen. Und das ist auch so ein schönes Begleitprogramm für die Frauen, dieses Netzwerkangebot. Da kommen Fachfrauen und diese Kurse begleitend und was Appointment-Training oder was weiß ich auch immer, Bewerbungstraining und was sie alles haben. Genau, also das kann ich nur als positiv bewerten. Das hört sich super an. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass so viele von Ihnen noch so lange dabei geblieben sind. Es tut mir leid, dass wir jetzt so lange überzogen haben. Sie hatten viel zu erzählen und sich viel auszutauschen. Das freut mich sehr. Das ist nicht immer in Online-Seminaren so. Wir können jetzt leider nicht mehr darüber sprechen, wie bei Ihnen anderen Beteiligten überall das in den Hochschulen so aussieht und wie sich alles allgemein noch in den Strukturen und in der Kultur an der Hochschule gewandelt hat. Das muss dann vielleicht mal in einem Folgeseminar passieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Und dann wünsche ich Ihnen, dass das für heute Ihr letztes Online-Seminar war und Sie möglichst bald den Feierabend und in das wohlverdiente Wochenende gehen können.